Dann. Ups. Hallo? Was geht denn hier ab? Ja, wir sind jetzt. Du kannst jetzt reden, also man sollte dich jetzt hören. Perfekt. So, dann erstmal. Danke für die ganzen Subs, auch wenn es nicht mein Kanal ist. Kein Ding, Bruder. Was geht, was geht? Danny am Start, schöner Zinn promoten, ist wichtig, wichtig. Damit es nicht so. Ich hab Bock. Ich bin natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen unbiased, ne, aber Zinn ist auf jeden Fall, Zinn ist die Gang, würde ich schon sagen. ja, weiß ich, was ich sagen soll. Zinn ist halt die Gang. Zinn ist die Gang, mehr kann ich da so gegen nie sagen. Okay, was glaubst du, wer macht's heute? So von den Fraggern her, von der generellen Leistung als Team und so. Also ich hoffe natürlich Psin. Aber von dem, was... Ich bin jetzt kein CS-Spieler, ne? Ich bin ja bloß hier, um zu entertainen. Aber meine langjährige Erfahrung in der Wie heißt die Pro League von CS? Ja. Würde ich es schon sagen, dass X-Impact wahrscheinlich die besseren Chancen hat. Allerdings ist jetzt Kalar doch am Start. Also können wir gespannt bleiben, weil Kalar ist schon ein mieser Drücker. Das da würde... muss ich deutlich recht geben. Der ist schon wirklich wild. Kalar hat auch letztes Mal in seiner letzten Hochperformance, wo er dann auch noch Besuch hatte, gezeigt, dass er sogar unter Stress, unter Druck hart abperformen kann und hat Leb deinen Traum.net zurück in die Silberliga geschickt. Zurück in die Silberliga. Da habe ich jetzt auch, sind tatsächlich auch, glaube ich, jetzt muss nochmal auf hier auf wie heißen diese ganzen Wettzeiten? Muss man mal, habe ich auf jeden Fall einen Huni auf Kalar gesetzt. Mhm. Ja, was denkst du von Ickbins, der heute AT ersetzt bei den X-Impact? Ja, ich natürlich kritisch, ne? Ich meine, ich kenne die alle persönlich. Also natürlich meine X-Impact, so wie meine Kinder. Ich kenne die alle in- und auswendig. In meiner Freizeit gucke ich mir immer hobbymäßig X-Impact-Videos an und ich würde sagen, der Ersatz, der kann das nicht ersetzen, was da fehlt heute. Ich denke auf jeden Fall im Nachteil. Ja. Man hat ja anfangs so dann die Hoffnung bei X-Impact, boah, ja, Kalar ist nicht dabei, weißt du so. Boah, Kalar, die hat schon dieses... Diese Angst vor Kalar war da. Und dann war er erstmal weg. Und dann für X-Impact erstmal klar, Jungs, wir haben eine Chance.
Jetzt allerdings kurzfristig wieder umgeswappt auf Kala. Kala hat sich doch. Kala hat sich, ist tatsächlich gerade in Urlaub auf den Malediven. Hat jetzt einen PC besorgt. Warte, wir gehen sofort ins Veto. Ach, ist schon Veto live oder was? Nee, es müsste gleich losgehen. Ah, perfekt, starten wir Wo war zurück, ich stehen vielleicht er. geblieben? Kala hat sich einen PC geholt. Auf den Malediven. Genau. Damit er jetzt doch tatsächlich, weil er ja gerade in seinem bezahlten anonymen Urlaub ist, dann doch auch von den Malediven hier teilnehmen kann. Ja. Ja, Ja, ist und auf das jeden Fall ist stark, sich da natürlich. extra ein PC zu organisieren, ist kann man machen. War auch nicht billig, aber anonym bezahlt. Ja, also natürlich zum Nachteil von X-Impact. Ich schätze, die werden da mächtig Probleme haben. Ja. Sorry, Nille, ich weiß hier nicht in dieser. Ich benutze heute eine andere Streaming-Software. Ich weiß leider nicht, wie ich hier Umfragen starte. Ich weiß nicht, ich glaube, die Mods können das. Kann man das als Mod? Ja, die Mods können das. Danny Oh, könnte das zum Beispiel machen. Oder auch Franz. es werden die ersten Bans gemacht. Wir müssen uns konzentrieren. Okay, Okay, Buns. okay, Cobblestone okay. auf X-Impact-Seite und Overpass auf der Absin-Seite. Das Es ist ist. natürlich ein gezielter Bann, würde ich mal sagen, auf Koppel, Ja. ne? Ist ja, also Psinn ist ja, die wohnen in Koppel. Die wohnen in Koppel. Also die kommen da ja her, die sind ja quasi geboren. Und die wissen, X-Impact, Overpass, weißt du, das ist so Gossen, so Zug, das sind so Dirty Kids, so weißt du, X-Impact wohnt halt so auf diesen Zügen und deswegen haben die gedacht, es wäre wahrscheinlich das Beste, die so aus der Heimat rauszulocken an der Stelle. Ja, ich glaube auf B da bei der Brücke, ne? Ich glaube, da haben die ihr Zelt aufgeschlagen manchmal. Ja, ich glaube nicht nur EZ, ich glaube, die leben da tatsächlich. Es ist zwar so eine Underground-Information, weil die wollen das natürlich nicht. Gibt auch immer Probleme wieder, dass sie dann an Turnieren teilnehmen können, weil sie ja keinen festen Wohnsitz haben. Deswegen Ja. ein bisschen diskret mit der Info umgehen, wollte ich jetzt nicht so direkt sagen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass da der Overpass Bann kam, da sich Psin sowieso auch nicht so wohl fühlt auf der Map. Oh, das ist jetzt der Pick, wenn ich richtig sehe, ne? Das ist der erste Pick von X-Impact, das ist Mirage. Natürlich langweilig, würde ich sagen. Ja, ist eine Standard-Map, ne? Ja, wir haben jetzt ja auch gesehen, Mirage. Was in diesem komischen neuen Map-Pool da. Die Frage ist, ob Sin jetzt Cash pickt gegen X-Impact, da sie ja gegen die Space Invaders da auf der Map hart kassiert haben. Und es ist tatsächlich Cash. Wir nehmen das, aber es ist, glaube ich, um Zeichen zu setzen, um zu zeigen, wir können das. Wir haben geübt, wir haben uns verbessert. Ich glaube, das ist jetzt wie so ein. Die setzen hier ein Zeichen, glaube ich. Ja, da muss man mal gucken, da X-Impact ist ja nicht so jetzt die Cash-Performer, also muss man da mal wirklich schauen. Das könnte ein einseitiges Game werden, hoffentlich natürlich nicht, aber das muss man überraschen, würde ich sagen. Dritte Map wäre wie immer geil. Ich bin gespannt. Ich hab natürlich gehofft, ja, Anubis gibt's halt leider nicht. Ist halt schwierig. Inferno ist natürlich so bei Pirmasensor und Inferno, wird's halt wahrscheinlich nicht werden, ne? Ich frage mich jetzt, wird es diesmal Inferno? Wir haben Train gebannt. Wenn ich das richtig sehe. Ja, Train ist gebannt, genau. Jetzt liegt es natürlich auch an der X-Impact-Seite. Und es wird tatsächlich Inferno. Da haben die Jungs Bock drauf. Lieber auf das 2. Anstatt lieber das 2, nehmen sie Inferno, ja. Eine sehr, sehr Ui, da sehen wir zeitaggressive Map. heute. Ich hoffe, dass es zu Inferno kommt. Ist natürlich mit der 2-0-Prognose für Psinn halt schwierig, aber ich hoffe trotzdem, dass es Ja, dritte Map wäre geil. dass wir zu Inferno kommen und dann auch mal Pirmasensa auf ihrer besten Map tatsächlich sehen. Wer verstehe ich nicht, dass X-Impact die Map jetzt nicht gebannt hat? Jetzt Meine. natürlich, ja, verstehe ich.
Wäre Verstehe deine eigentlich ein Bedenken. Comfort-Pick für die eigentlich auch, glaube ich, das, weil wenn man schon Mirage sowieso schon pickt, da das zwei sich ja jetzt nicht wirklich von Mirage unterscheidet, da beides sehr lastige A-Maps und ja, Strat-Maps, würde ich mal so meinen. Und Inferno halt sehr CT-lastig, ne? Da muss man mal gucken. Auch schwierig unter dem Aspekt, dass man ja Inferno quasi offen lässt, quasi als Heimatmap von Pirmasensa Inferno. Das ist schwierig. Da bin ich mal gespannt. Also das Beste, was X-Impact machen kann, ist ein 2-0 und Inferno zu vermeiden. Weil sonst ist halt oben. Also auf Inferno keine Chance. Meinst du, Keine Chance. da wird X-Impact zerstört? Also es steckt ja schon im Namen. Inferno. Pirmasens und Inferno. Ja. Das ist korrekt. Das ist halt Aber ich wäre schwierig. wär nicht zu eindeutig, glaube ich. Ich glaube, so eindeutig steht das nicht auf Entfernung. Kommt halt auch ganz drauf an, wie der Phil heute mal wieder drauf ist mit seinem IGL-Skill. Ob er viel IGLen muss und sich darauf mehr konzentrieren muss oder ob er diesmal auch ein paar mehr Frags macht. Da müssen wir mal gucken. Ja, das Bin mal Ding ist, gespannt. Phil hängt halt nur in seinen Karten rum. Oh, warte. Also, der hat auch quasi gar keine Praxis. Also, dem fehlt ja momentan die Praxiserfahrung, weil er nur noch am Kartendealen ist und so. Und ja, eigentlich. Also vor jeder Runde muss man natürlich eigentlich erstmal ein ganzes Pack aufmachen. Also, der Junge ist nur noch am, wie du schon gesagt hast, also Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, CSGO-Karten. Ja. Der hat ja quasi nichts mehr mit CS zu tun, außer dass er davon Karten hat. Ja. Und auf die Events fährt. Auf die Majors und die Turniere. Sonst macht er nichts mehr. Das macht er aber nur so alibimäßig, damit er noch hier am Turnier teilnehmen darf, tatsächlich. Meinst du, ja? Ja. Nee, also es ist klar, also es ist confirmed. Stand demnächst in der Bild-Zeitung tatsächlich drin. Oh, echt, den Skandal habe ich gar nicht gelesen. Wurde uncovered, ja. Er Oh, wurde Scheiße. in einem Café erwischt in Berlin, wo er das erzählt hat. Er dachte, er hätte es privat erzählt, aber es wird immer ein drittes Ohr mit. Oder ein fünftes. Eieiei. Da muss man Ja. aufpassen. Leute, passt auf, was ihr in der Öffentlichkeit sagt, dann kommt das noch in die Bild-Zeitung. Kapsakats, sehr bekannte Persönlichkeit. Ja, auch international, glaube ich. Aber auch früher wegen CSGO, mittlerweile eigentlich nur noch wegen seinen Karten. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Noch Observing an, ne? So. Oh, Scheiße. Mal gucken, was auf Mirage jetzt geht in der Pistole. Bist du eigentlich, bist du, ich muss ja nicht für Discord für dich streamen, ne? Nee. Nee, ich bin auf dem GoTV, also wir sind höchstwahrscheinlich nicht auf derselben Person. Discord-Stream ist ja sowieso so ein bisschen laggy und verpixelt dann. Denke ich auch. Denn du hast natürlich Discord Nitro, da hast du natürlich bessere Qualität. Mal kurz, ich muss kurz was gucken. Bist du auf dem GoTV-Server, ne? Ich bin auf dem GoTV-Server, ja, genau. Ich sehe, dass jetzt einer drauf gerade, richtig? Ja, das bin Zwei, ich. drei, jetzt kommen alle. Ja, gut. Gut. Dann machen wir mal die Musik aus und dann CS an.
Und geh mal rüber. So. Geht natürlich jetzt noch nicht. Aber gleich geht's los. Community Vote. Ist der Community Vote gerade aktuell, ja? Der ist aktuell, ja. Also Leute, stimmt alle ab, haut eure Channel Points raus. Yalla, yalla, yalla. Werdet arm oder werdet reich, jetzt habt ihr die Chance. Jetzt kommt ja noch der Kanalpunkten-Vote. Obwohl ja der Community-Vote quasi schon sagt, Psin gewinnt. Wie ich ja auch schon am Anfang gesagt hatte. Ja, ich glaube, es könnte auch so ein 50-50-Game werden. Denkst du? Ja Also. gut, Kala ist natürlich jetzt da, also. Ja. 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 Deswegen ja eben nicht 50-50. Deswegen denke ich ja 2-0 für Psin. Rein, sagst du? Aber wer weiß, was mit Capsa-Card geht. Vielleicht hat er im Hintergrund mal wieder gespielt. Vielleicht hat er mal wieder was gemacht. Eventuell, man weiß es nicht. Da muss man mal schauen, ja. Bevor ich meine Wette abgebe, ist das Swanson von Anime Mirage intern oder regular Swanson? Würde mal Anime sagen, weil immer Anime. Ne? Anime halt. Keine Ahnung. Danny, ich weiß es nicht. Okay, Nille haut sich pro Kill ein Bierchen rein von Kala. Bitte aber, Dann bist du ein also bisschen besoffen heute. hast du einen Trip-Sitter, weil ne, Krankenwagen ist ja quasi vorprogrammiert. Du sollst einmal bitte Ich bin's im TS moven. Ich? Ja. Ich kann niemanden Wurde gerade geschrieben. Kannst du niemanden moven? Diese Rechte habe ich leider nicht. Ja, perfekt. Ich nämlich auch nicht. Ah, ne, nevermind, ist schon wegen Delay. Ach so, okay. Ach, weil Lori ist ja da. Stimmt, Simi spielt ja Ja. über Lori Setup. Stimmt. Dann kann er das ja auch eigentlich die ganze Zeit machen. Dann passt das ja eigentlich. Auch wild, Das dass ist. dieses Anomim-Logo auch in-game ist. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist aber bloß im Spectator-Modus, oder? Wo meinst du unten oder was? Ja, unten in der Mitte. Ja, ist nur ein Spectator-Modus. Ich glaube sogar auch, wenn du gestorben bist, ist es, glaube ich, auch. Das ist ja wild. Sehr gestört. Könnte natürlich auch das Psin-Logo sein, ne? Nein, Spaß. Spaß, Da ist sie ein sehr einseitiger Matchmate am Start. Deswegen bist du da. Nein, ich bin nicht parteiisch. Ich möchte heute nur cleanes und gutes CS von beiden Teams sehen. Obwohl ich auch schon ein kleiner Capsa-Card-Fanboy bin, also. Das sind jetzt so. Ja, ich glaube, das ist auch jeder. Ich lebe gerade so in zwei Welten. Also ich glaube, der kann sich auf der Community LAN gar nicht mehr halten vor Autogramm, glaube ich. Nee, also ich glaube auch vor nächtlichen Aktivitäten kann er sich nicht verstecken. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil er ist schon süßer. Geht mal aufs Community Board ein, oben rechts. Ich bin da schon drauf eingegangen. Ich habe ja gesagt, ist ja klar so. Also ist ja klar, 73, 27. Also wie ich ja schon gesagt hatte am Anfang, Sinn mit Kala ist halt 2-0. Also. Hashtag sind Ultras. Alles klar. Ja, Dann natürlich. will ich hier mal aber auch mal ein paar Psin-Logos im Chat sehen, wenn ihr so Ultras seid. Das sind hier die Hier sieht radikalen man die von euch. Pirmasensor. Die radikalen Pirmasensor. Einmal bitte Zinn mit Flamme in den Chat schreiben. Zinnflamme bitte. Ja, da Yay, kommst da du ist auch an, Danny am ey, da kommst du Start. auch. Ja, Danny direkt wieder am Spammen, man kennt sich anders. Ist aber wichtig. Auch gerne für Capsa-Cards einmal Capsa-Card mit allen möglichen Zahlen statt Buchstaben und ein Herz dahinter.
Ja. Um ein bisschen Liebe an unseren Mann, der uns immer die Karten zur Verfügung stellt, hier rüberzubringen. Ich habe gehört, der kriegt auch bald selber eine Pro-Karte. Er hat schon eine. Ey, Danny, Nee. danke. Der hat schon eine? Ja, hast du nicht gekauft? Die waren extra im Presale, waren direkt ausverkauft. Wahrscheinlich hast du es gar nicht mitbekommen. Ich Nee, hab ich nicht mitbekommen. War glaube wahrscheinlich im schon Urlaub. um 0:01 Uhr oder so waren die schon weg, alle. Ach du Also, Scheiße. auf Da muss jeden ich mir noch Fall. eine auf eBay holen. Ja, die Kosten, die sind halt jetzt schon teilweise im vier- bis fünfstelligen Bereich zurzeit. Also, Eieiei. bin mir da nicht so sicher, Das. ob du da genug Geld dafür hast. Da muss ich wohl mal Inventory verkaufen. Tendenz steigend wegen Inflation und so, geht auch hoch. Genau, investiert in Capsa-Cards anstatt in Bitcoin oder irgendwelche andere Kryptowährungen. Das ist alles Schmutz. Capsa-Cards, Jungs. 1 plus. Unter dem Link twitch.tv/k4rb$T€R4rd$ könnt ihr immer gut Pack-Openings und alles mitverfolgen. Wichtig. Ich glaube, Nille, wenn das ist, ne, also anrufen, Digga, Krankenwagen, weil Kala ist nicht zu unterschätzen. Wer fehlt hier denn eigentlich gerade noch? Ich bin's, glaube ich, fehlt noch. Ah, der Ersatz, was? Ja. Da ist er. Okay, er ist da. Jetzt geht's gleich los, denke ich Ui. mal. Seid ihr hyped, meine Kinder? Hoffe doch. Es ist einfach so, es ist so krank. Firma Sensor Entfernung. Wieder auf der Bühne. So sehr beschäftigte Männer, die fünf. Quasi nie Ey. Zeit. Immer ausgebucht. Chat, schreibt mal eine 1 oder eine 2 an meinen Chat, bitte, wenn bei euch aber der Streamer so hängt, weil ich habe den nebenbei nämlich auch offen und der leckt immer so ein bisschen. Lag der Stream. Ich weiß nicht, also bei mir ja. Aber ich glaube, dann hätte schon jemand was geschrieben. Nein, keine Lex, okay. Okay, irgendjemand ist gerade wieder rausgegangen. Oder ist das normal? Ja, Macht du. Kala. Kala ist raus. Nee, Kala ist nicht raus. Er schon gerade, er wurde von Freitod bald. Was ist das denn? Was geht hier? Ach, ich bin's. Ich bin's ist wieder raus. Scheiße. Neu bitte. Es ist doch egal, die Na es wird doch eh entschieden. Ja. Wir warten jetzt noch auf den einen, das ein Mitglied von X-Impact. Da wieder los ist. Der Satz, das klappt nie. Best of Oh. 2, ja, mit dem Stand-in ist Im Chat geht's schon ab. meist recht schwierig. Tingeltangel heizt wieder gegen die Gegner. Er schnappt sich immer wieder Capsa Card, weil er weiß, der Junge ist psychisch sehr schwach zurzeit. Weil Tingeltangel hat ihn quasi schon wochenlang vorher bearbeitet. Ja. Also, es ist quasi sowas, das läuft schon zwischen denen seit Wochen. Seit Wochen arbeitet Tingeltangel darauf hin. Ach, das geht schon länger so. Es war schon in Werpen so. Das ist wie mit Tanzverbot und das, was auf der Gamescom war. Das ist so ähnlich zu vergleichen. So ist das. So also wird das, glaube ich, auch auf der LAN-Party müssen wir Tunes stayen und aufpassen, sonst wird es da, glaube ich, zur Eskalation kommen. Okay, und wir gehen rein in die Pistol Round jetzt. Jetzt ist live. Spiel ist noch So. pausiert. Sollte aber jetzt gleich anpaust werden. Sind alle da? Haben alle die, ich weiß nicht, woran erkennt man die Agent Skins? Ich hoffe, die sind alle draußen. Ich schau kurz. Bei den CT sieht's gut aus. Und bei den T sieht's auch gut aus. Agent Skins alles draußen, alles passt und let's go. Und So, ich so. sollte noch in der Pistol Round 80s Mom grüßen. Grüße gehen raus an 80s Mom. Ist anscheinend ein Insider oder so. Sehen wir hier gleich schon was? Einen kleinen Engage. Ja, Swanson Ja. kriegt da einen Kontakt in der Oh, Mitte. Swanson. Oh, da ist schon Kala und Capsa Card. Die betteln sich. Muss eigentlich rum.
Ja, was ist Kalah, Digga? Wow. Kalah hat ihn einfach gesnackt. Kalah, mit dem nächsten. Komm, Kalah. Ah, verdammt. Ich glaube, es liegt noch am Setup, weil er ist noch nicht eingespielt. Ah, Sniper wurde auch abgeholt. Sehr, 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 sehr schlecht. Man weiß es natürlich. Aber Simi rotiert schon rüber. Würde ich jetzt sagen, dass Kalah wahrscheinlich wieder schlechtes Internet hat zurzeit. Simi muss auf jeden Fall fallen. Er darf keinen Ruhe. Kann Tingeltangel noch alle holen? Vom Prefire leider. Ist bloß nicht paniken. Wird gefullflashed. Aber der Shot sitzt sich, der hat 5 AP, der Junge. Komm, Herr Tangel. Und da wird 30 für Knife gegangen von V6. Aber Capsacard hat auch da brachial. Oh! Dünner Shot. Da war man zu sehr disrespect. Niemals disrespecten, Boys. Wir sind hier nicht. Wir sind hier nicht bei lebdeintraum.net. Aber da raschelt's rein. Simpel mit dem Klick. Sehr, sehr clean. Ja, gute Runde von X-Impact auf Mirage, ne? Erste Runde. Clean gespielt. Und die CTs entscheiden sich für ein Force-Buy. 3 Flashes und 2 Decoys. Ja, nicht wirklich gute Waffen am Start. Aber bei den Ts war ja Cast 3 McTens, ja. Sollte man eigentlich langsam spielen. McTens ein bisschen vorschicken. Info. Ui, das ist ja hier ganz genau beieinander, was? Kalar mit der Geht's hier Scout gleich ab? Ui. Werden sich die Lower annähern? Kalar kriegt den Molotov, wird rausgezoned. Anders halten jetzt. Da wird man wahrscheinlich gleich aufeinander treffen. Oh, die. Ja. Da ist schon jemand gestorben. Kapsakaz, holt ihn nicht! Phil ist zu aufgeregt. Eieiei, das kann doch nicht sein. Freunde der Sonne. Tut mir leid, wenn die Cam noch etwas wackelig ist bei mir. Wird er es holen? Ui, das war aber. V6 holen? Und sie beide stehen leider A-Rampen. Das ist ziemlich ungünstig, weil alle CTs sind schon auf A. Stark gespielt. Und viel Zeit zum Rotieren haben sie auch nicht mehr. Aber da wird rotiert von den CTs. Ich glaube, sie warten ab. Aber momentan sieht es auch wie die richtige Lösung aus. Würde ich aber eigentlich mal sagen. Auch mit einer sehr guten Lösung da an der Wood. Ob die das checken, kann spielentscheidend sein. Und da kommen die Smokes und da wird der holen? Der Tangel! Tingeltangel holt ein. Das ist von Tingeltangel richtig guter Klatsch. 3 Kills. Mit der MP5, die sonst eigentlich keiner spielt. Wenn man mal überlegt, der stand da ja alleine. Die anderen waren alle weg. Ja. Einer war mit hoch gepusht und die anderen beiden waren auf B. Stark gespielt. Ein bisschen, hätten wir wahrscheinlich auch so gemacht. Wenn sie A nicht drauf kommen, würde man wahrscheinlich denken auf B. Boah, ich sehe da schon, also, ich sehe da, ui, sie gehen alle für B. Den ganzen Ja, die Runde ist auch sehr gefährlich, kann sehr gefährlich werden. Vor allem auf Mirage gibt es viele Game-Spots. Ich glaube, da wird man jetzt Sniper. Ja, ui, oh. Die baiten leider ein bisschen rein. Ich bin's und Swanson? Swanson holt das. Ah, Ickbims kennen wir halt nicht. Oh, schöner Klick. Also das. Aber Psin holt das. Psin holt das ganz clean. Ickbims ist so, weißt du, den kennt man nicht so. Da kann man sich jetzt nicht so drauf einstellen. Die kennen sich ja alle. Aber so Ickbims, da weiß man nicht, was kommt. Der könnte da auch mit der MAC-10 vorlaufen. So, es würde halt keiner wissen, was kommt. Ja, jetzt halt auf der CT-Seite halt gut dabei, wieder viel Util, gute Waffen. Die Scout wird noch gesaved für die AWP natürlich. Ja, hier ist alle am Sneaken. Ist der Apartment-Push. Mittaglock, willst du einen Wasserfall? Dann kriegt Kalala nämlich richtig Besuch. Wo kommen die dann raus, wenn die da langlaufen? Ich komm oben, raus. Uhu! Ui! Kalar macht 2. Wow!
Macht er 3? Hat er noch den NC? Der, oh, der ist cold, hat eine AK. Ey, Kalar Maschine! Alle unterschätzen Kalar. Ja, aber Kalar. Akusi auch nicht on point, glaube ich. Ui! Okay, Simi. Simi wohl wieder in den Finger gestochen. Aber Slapper na. Und close die Runde. Slapper hat ihn geslappt. Es ist krank, also. Ich weiß auch nicht, warum alle immer Zinn unterschätzen, so weil. Zinn, Kalar. Tingeltangel, also, Simi, Slapper. Weil da steht schon im Namen Slap, Slapper. Also Nille muss ja schon jetzt wieder leicht einen drin haben bei 4 Bier auf X jetzt hier in 10 Minuten. Das stimmt allerdings. Das ist hart. Nille, oh, was geht hier los? Und es wird slow gespielt. Es wird B-Info geholt von V6 auf B. Auch rechnet er mit dem Truckspieler, ist die Frage. Ui. Er muss er doch gehört haben. Bitte. Ui, jetzt hat er ihn aber gesehen, oder? Oder das, was passiert? Er ist runtergedroppt und jetzt sieht er gleich den Kopf. Oh, ja, das wird richtig close. Ah, was machen die was? Wo schießen die denn? Eieiei. Sich V6. Was ist hier los bei Kusi? Kusi gegen Tingeltangel. Boah, Swanson. Wow. Durch die Wand. In der Mitte auf Simple. Kusi ist schon CT drin. Der muss doch jetzt eigentlich aus Connector rausholen. Der ist doch gecallt. Ei, was? Kurz ist down, Connector ist auch down. Was los? CT missen sie. Aber es hat die Bombe. Ja, mit Simi gegen Kusi. Das Einzige, was sie trennt, ist ein bisschen verschmutzte Luft. Ui. Oh, das ist ein Schuss von Simi, was ist das denn? Wohl doch nicht von der Wespe gestochen, ne? Eieieiei, Simi, jetzt. Ah, komm! Ui! Oh, was war das denn? Simi tritt voll auf! Du Scheiße! Komm! Kriegt er aber Support von CT gleich. Sind sie gerade gegeneinander gelaufen? Er hat keine Zeit. Jetzt muss er kommen. Arbe saven. Mal, sind die nicht. Sie sind doch gerade gegeneinander gelaufen, oder? Ich hab's nicht zugehört, ich war auf Slapper drauf. Die sind einfach gegeneinander gelaufen. Die fehlt nur meinem Setup. Die haben sich einfach gebuddyblockt, haben es dann nicht gecheckt. Die haben wirklich gedacht, sie sind gegen eine Wand gelaufen. Ich fass es nicht. Es steht 4-1 für die CTs und das ist wieder eine. Shit bei. Oh, ihr wird. Oh. Raus. Shit. Da kriegt Kalar wieder heftig Besuch. Und ei. Ich weiß da auch fast gar nicht mehr, ob ich da noch gucken soll. Weil die alle auf einem. X-Impact, die hängen alle auf einem Haufen. Ja, Kusi da mit 2 starken Giegelschellen wieder. Also, der Junge, der ist gerade echt nicht schlecht. Warum? Was noch? Schlafer hier? Guckt er in die kritische Richtung. Ein ist aber sehr low. Und jetzt alles am Körpster-Cards-Spieler. Körpster-Cards? Kann er es holen? Körpster-Cards! Ei! Schade, mit der Tech-9 kann allein nicht so viel ausrichten. Tut mir leid, wenn ich gerade so viel auf Sinn bin, aber irgendwie stackt X-Impact die ganze Zeit aufeinander. Das ist irgendwie. Es verlockender, auf einzelne Personen zu gehen, als wenn die alle auf einem Haufen hängen. Ich hatte da kurz die Hoffnung, dass Körpster-Cards jetzt aced. Aber gut, kann man nichts machen. Gewesen. Ich würde es dem Jungen gönnen. Gewesen. Man teilt sich jetzt auf. Man hat wahrscheinlich mitbekommen, dass die Cam. Eieiei. Hier passiert wahrscheinlich nichts. Das sieht standardmäßig nach normalem Virage-Go aus. Hier wird gleich gesmoked, was das Zeug hält. Hier ist irgendwo in dem. Wo ist, sind wir hier? Ah, wird es ja gleich losgehen? Also Simple könnte eigentlich Swanson callen oben auf kurz, aber ist sowieso gecallt. Dank Körpster. Oh! Körpster-Cards. Oh, wird Kalar oben aus dem Fenster rausgucken? Er hätte eigentlich eine Gottes-Posi da oben. Aber wird abgeaimt vom V6, also das ist etwas schwierig da jetzt. Da wird gesmoked. Oh. Und zieht rüber. Okay, er sieht halt aber gar nichts, ja. Alex Impact hat schon gutes Crossfire, die decken sich schon gut ab. Muss man schon sagen.
Aber irgendwie fehlt es am Ende dann doch beim Durchbruch. Muss ich noch ein bisschen hier an die Zahlen gewöhnen von den einzelnen Oh, Spielern. Talar mit so einem guten Play. Ui, und ich hab's nicht gesehen. Oh, es tut mir so leid. Kalat chillt die ganze Zeit im Smoke. Ja, und da V6 und jetzt Simple alleine gegen 5. 40 Sekunden noch. Ah, so, da können wir. Oh, und da prefired einfach rein. Kalar wird Müll. vielleicht gleich geholt. Ich glaube, Kalar ist jetzt von zwei Leuten abgedeckt. Am Endeffekt müssen sie ja die Bombe setzen. Oder sie schmeißen sie einfach weg. Aber sinnvoll wäre es für die T's jetzt einfach nochmal zu saven und dann gleich nochmal um die beiden Waffen rumzubeinen. Gita Connector Deep rein. Wahrscheinlich wohl will er Info Was ist holen hier mit irgendwo. V6 will safen oder was? Denke ich, die saven, also sie haben keine Zeit. Oh, er ist doch wieder Ah, unten zum wichtigen je. Frack. Ja. Kalar einfach MVP, Das. Digga. Kalar einfach MVP. Alle machen sich über Kalar lustig. Ich sage jedes Mal, ey Leute, passt auf, der Junge. Geborener MVP. Ja, Danny, genau. Bier Nummer 5 für Nille wird schwierig bei dem Jungen, glaube ich, heute. Ja, und da geht es natürlich aggressiv auf B jetzt drauf. Und da kriegen natürlich Swanson und Slapper natürlich richtig Besuch. Jetzt aus Ja, Swanson aber macht leider nicht Easy so Frag. viel. Wird nicht abgeaimt. Noch ein Easy Frag für Swanson. V6 fällt oben mit AWP. Nicht so Und die Swanson kommen kann dann holen. Oh! nicht raus. Die kommen nicht auf den Spot. Das ist deren Problem. Ich Bims war die Nummer 10, ja? Ei! Ja, und Capsa ist jetzt alleine Kapsa im gerade wieder 1 gegen alleine im 5. Kartendschungel unterwegs. Er ist einfach. Ja, oder? Schön weg. Kapsa ist. Ui, fuck. Ja, da war er wieder. Bitter von Simi gut. Da sieht man einfach Simi auf der AWP. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Dem Jungen darf es eigentlich keine AWP geben. Wenn der eine AWP hat, dann macht er Sachen mit, das Ja, ich glaube auch, also stark. Kapsa-Kart und Simin kann man schon gut vergleichen. Ist ja etwa gleich aufgewachsen. Ja, eigentlich auch Zwillinge. Man merkt aber einfach, was es ausmacht, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt oder halt mit 80 Karten spielen. Da merkt man schon den Unterschied. Und du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall. Wie wieder vor Arsch haben mich aufgebaut, hatten gesehen da oben. Ach, Alles müsste ihn das hält gesehen sich haben. gerade alles noch in Grenzen. Aber jetzt wird man hier weggenadet. Oh. Das ist ja fast wie in Hamburg 2017. Oder war das 2018? Der G20-Gipfel. Weiß gar nicht. Hier macht man halt gar nichts. Oh, Kusi, schöner Pick. Da muss Ei. Kala jetzt fallen. Ja, da wird der Baron noch gecatcht Ah. auf Guard. Unlucky Timing. Und da sind sie auf dem Spot drauf. Dann wird auch direkt von Ekbens in City reingepusht. Aber man sollte da nicht zu deep rein Ui, pushen. ui, Ah, hier kommt kann er die hier Team X-Bims Flash. holen? Oh, und Ah, Ekbens kann es leider schön. nicht machen. Aber Ei. Kusi. Kusi auch sehr, sehr starkes Game gerade. Aber Psin führt noch. Noch ist nichts, aber sie spielen nicht schlecht, X-Impact. Ich glaube, sie sind einfach ein bisschen. Er weiß, was da los ist. Bisschen nervös. Müssen sich erst Es, einspielen. ja, mit dem Standing, glaube ich. Also kann auch sein, dass sie alle jetzt baiten und dann gleich komplett abreißen auf CT-Side. Kann auch sein, dass der Stand-In gerade komplett ausrastet und hier einfach die Teammoral in den Boden holt. Ah, das glaube ich nicht. Wir wissen ja nie, wer das Stand-In ist. Das ist ja immer die Gefahr der Stand-Ins. Du weißt ja nie, wer da spielt. Weißt du, das können ja Leute sein, die können 5 Jahre Haft gewesen sein. Kann natürlich durchaus sein, ja Du klar. weißt nie, wer da hinterm Bildschirm sitzt. Boah, Nee. schön! Vielleicht ist es auch Elon Musk. Boah, fuck, ich gehe immer nur auf die Leute, die abgeschossen werden. Ich vermute. Kusi, also Kusi hat gerade gut B-Side gecrackt. Das ist crazy, was hier passiert. Simi, Ja, on und Simple geht spot. natürlich auf die Rotation Frags, ganz klar. Klingeltang hat oben da im A-Haus drin. Ah, schön, Simi. Simi holt jetzt alle. Ich glaube, Wart die nur sich ab. noch nicht sicher, aber es muss doch Simple hören, dass der da hinten CT reinläuft. Wow. Ja, guck Und mal, hier. wenn Simi den jetzt oben im Apartment holt, dann ist die Runde weg.
Aber Ja. X-Bims ist ein bisschen am Ick am Schlafen hier. Und ich bin's. Ich weiß nicht, was du machst. Ja, jetzt kommt Tingeltangel von hinten. Das ist ein easy Frag für den. Ja, das geht ja jetzt aber nicht hier. Aber da kommt der. Mo also, der Mo prallt ab und der war gleich drauf. Schön gemacht. Und da muss man sich doch so ärgern auf der Seite von X-Impact. Weil da ist ja wirklich alles falsch gelaufen. Aber sie mir auch schön gespielt hier. Ja, also, ja, Sini ist. Siehst du mal was? Weißt du, jetzt ist er nicht mehr gestochen, jetzt ist er wieder da. Er ist wieder da. Da kommen schon die Es Vorwürfe. ist Simi gegen V6. Das ist Ja, da kommen natürlich. die Vorwürfe aus dem Chat von Diegel, Ah, dass da bin ich Andi nicht leider. Glory spielen würde für Simi. Das sind natürlich Eieieiei. Gerüchte. Das wollen wir mal nicht hoffen. Gerüchte sind das. Aber das würde ich auch nicht zutrauen. Nee, Simi hat das nicht nötig. Simi war erst im letzten in Korea im Bootcamp, weißt du? 3 Wochen. 3 Wochen wurde der Junge gedrillt. Ja, Lori liegt auf dem Bett und trinkt für jeden Kala-Kill. Da bin Auch ich stark. gerade auf die Cam, als er abgeknallt wurde. Unlucky. Da bin ich erstmal gespannt. Also auf den Seiten von den Ts, ja. Aber was mit Kusi? Was macht Kusi denn? Wissen auch nicht, was sie machen sollen. Ah, er gönnt sich, glaube ich, gleich. Lava? Nee, was ist da los? Was macht? Was ist passiert? Er sucht halt Rotation-Frags, ne? Er wartet halt. Guckt, ob einer overpeakt im 3 gegen 3. Kann natürlich schnell mal passieren, wenn die Nerven blank liegen. Aber was ist die Mission von Kusi? Ah, Simi, da. Oh, Simi! Simi. Oh, Simi ist stark. Ah, Aber Simple Simple hat gut holt ihn geholt. da weg. Hat Simple aber gut gemacht. Aber jetzt muss man da schneller drauf. Man muss halt schneller auf die Side drauf. Man hat jetzt keine Smoke mehr, um CT zu protecten. Das wird richtig gefährlich jetzt. Komm, kann er jetzt mal hier mal was machen hier? Ein Slapper schließt natürlich aus. Keiner auf der Side. Alle jetzt Backside höchstwahrscheinlich. Aber die Flash ist komplett full. Es ist einfach nur wild. Ich weiß nicht, was ich da so sagen soll. Jetzt wird sich angenähert und dann wird gestürmt wie das SEK. Oh, jetzt liegt halt alles an Simple und Kuli, ne? Den müssen sie holen. Ja, nee. Ah! Das ist, Und ja. jetzt wird einfach entschärft. Es wird einfach ehrenlos, wird die Bombe entschärft. Aber gut gespielt. Ja, die Pick-M-Prognosen 85 zu 15%. Aber das war ja eigentlich andersrum, glaube ich, oder? Ich glaube, Ja, 85% das ist waren noch ja nicht 15. geupdatet. Ja. Bin ich auch heute tatsächlich nicht für zuständig. Das ist mein Assistent Lawrence, aber der ist halt auch gerade, ich glaube, auf Malle, auf dem Ballermann, glaube ich, befindet sich der Der Junge. liegt im Bett und trinkt für jeden Kanakel ein. Ja, yeah, aber auf Malle. Das weiß ich nicht. Was ist hier passiert? Hier wird die ganze Zeit gebankt und geflasht. Wird jetzt einfach reingeschossen. Der ist kriminell, was hier passiert. Ne, da passiert natürlich nichts. Ah, oh, Simi. Ach, der war schön. Simple alleine unterwegs. Wer hat gerade die Bombe? Die Bombe Ich ist bin's. momentan bei Iggens, ja, genau, im Lower. Hört den Spieler auf kurz eigentlich, also muss eigentlich hören. Gab's da Cards am Campen? Ja, also es. Ah, oh, schön, Phil, schön. Also Iggens steht die ganze Zeit im Ander, ne? Und dann kommt Ich Simple an komme und immer steppt wie nur ein drauf. Elefant. Ich komme immer nur drauf, wenn jemand weggeballert wird. Ich gehe rein und die Leute sterben. Ganz ein schöner Frag durch die Smoke. Swanson jetzt natürlich weit weg von der Bombe. Er hätte einfach nur abdrücken müssen. Das ist Kill. Ja. Nein, Und ja. Kapsaka ist natürlich mit der Rotation ins Window rein und holt den Kultspieler so weg. Stark gemacht vom IGL des X-Impact Teams. Ja, und jetzt kommen hier die letzten drei Runden. Es wurde ein 16-9 predicted. Von Danny, glaube ich. Selbst ich kenne Mirage, weißt du, ich hatte
Oui, cousi. Excusez. Excusez-moi. Ja, da ist auch eine Eco. Oh. Ja, sollte eine Free Round sein für die TT, für die TS eigentlich. Und man hat so viel Util, man nutzt halt einfach nicht. Was macht denn Swanson eigentlich? Wenn da jetzt wieder Leute sterben, aufgrund, dass irgendwas hier abgesmogt wurde, ist es halt einfach super dämlich. Komm, Slapper. Oh, Ey, das was war war denn dieser gute das? Flash von Kusi. Ey, jetzt wird aber hier. Guck mal hier. Was soll Haut denn er die das jetzt? Flash statt sein Stand-in rein Ich und hab hier damit auf. gefrontet von Lorenz, von Lori im Chat. Was soll das denn zeigen, at 0 IQ, hallo? Digga, ich hab hier auf 16.0 100 € gesetzt vom Zinn. Was soll denn das? Wir sind jetzt weg. Ach, Danny, Digga. No joke. Das Geld ist weg. Das wird mir keiner ersetzen. Ja, Space Invaders waren halt einfach richtig Oh, krank, denkt sorry. ihr So ein denn? Ding ist das. Da geht nichts. Einer nach dem anderen wird gesnackt. Der war jetzt im CT. Wohl abgemollert, ja. Einer Da nach dem leider zweier. anderen. Da kommt die Smoke CT, delayed, schön. Jetzt spielen die T's gerade ein bisschen Da mit wird Blade, einfach ne? alles zugequalmt. Das ist ja wirklich die Härte. Ist die Härte, wirklich. Ja, das ist ja fast so wie bei Danny in seinem Zimmer, wenn er mal am Rauchen ist. Was ist denn los, Psin? Was ist auf einmal los? Ist ihm der Erfolg zu Kopf gestiegen? Ich weiß es nicht. Und Kusi carried sein ganzes Team im Rucksack. Hat nochmal ein Abonnement abgepackt, dass er noch mehr Kills machen kann. Und jetzt geht's hier richtig los. Mag es nicht. Ja, ich bin es natürlich jetzt. Also, da kann man im Nachhinein jetzt nicht sagen, es wäre jetzt irgendwie der Stand-in, der das Game geholt hat. Zumindest bis jetzt noch nicht. Wer weiß, was da noch kommt. Ja, abwarten, ne? Letzte Runde vor der Hälfte. Abwarten, richtig. Und hier geht's gleich zur Sache. V6, das macht Krach in der Nacht. Der V. Ja, egal, lass mal. Naja, ist V8, ich weiß. Grüße gehen raus an 187. 187. Sie ist aber auch fett am Rasieren, also es ist wirklich gestört. Ja. Aber Franz auch starker Shot auf Kapsakaza. Nektar. Okay, es ist schon weird, wenn wir dauernd andere Personen kommentieren, aber es ist, glaube ich, okay. Die schießen beide in die Smoke rein. Ei! V6. Da ist B-Bombsite halt wieder cracked. Okay. Und das war es dann. Ja, Es ist 9 zu 6. Also ich muss sagen, gutes Comeback von den von X-Impact auf jeden Fall. Da die letzten 4, 5 Runden waren sie eigentlich gut aber gespielt. man kann schon sagen, Kusi hat hier auf jeden Fall den Rucksack an. Also, der hatte auch. Der Den ist Rucksack jetzt. aus, wenn du mit mir redest. So ein Ding ist das bei denen, glaube ich, gerade. Der möchte das bestimmt, dass du den ausziehst, wenn du mit ihm redest. Ja, also nachher im Interview, da habe ich schon ein paar Fragen gegen auf jeden Fall vorbereitet. Aber vorher Rucksack aus. Danny schreibt, Imagine Kusi hätte Mates, ja. Dann wäre es wahrscheinlich 16-0 gewesen. Also es ist ja wie gesagt, Kapsakaz ist ja schon jetzt in Rente. Seit 3 Jahren oder so. Normal würde Kapsakaz halt ja, am 30.00 stehen oder so. Aber heute, man sieht doch einfach, es geht mit den Leuten auch zu Ende, wenn die nicht dranbleiben. Da kann man aber auch draus lernen. Bleibt immer dran, Leute. Keine Pausen. Pausen sind schlecht. Auch wenn ihr tiltet seid, immer weitermachen. Es ist immer weitermachen. Aber er ist Pausen aber auch machen euch kaputt. viel beschäftigt nebenbei an seinem Handy wegen den ganzen Kartensales und so. Ja, ist auch richtig. Aber Ja, er kann sich dafür nicht hast ganz du ja die fokussen. Pausen zwischen den Matches, weißt du? Wenn mal kurz einer pinkeln muss oder so. Dann muss mal da die Geschäfte abwickeln. Naja. Overlay. Was mit Overlay?
Ich weiß nicht, ich glaube, du musst switchen einmal, oder? Also nee, ich habe nichts ge. Ah, doch, nee, Lawrence macht das. Lawrence macht das. Deswegen, weil der ja. Der hat ja. Ne, hat ja eh nichts zu tun. Okay, jetzt macht quasi Sinn das, was die vorher gemacht haben. Finde ich jetzt kritisch, sich hier Da gibt's einen B-Rush. die Strategie des Oh. Feindes anzueignen. Ein Simple mit einem eigentlich guten Engel. Ah! Zauber einmachen, macht einen auf jeden Fall weg, ist gut. Kann Swanson? aber keinen zweiten machen. Aber die Rotation ist sofort da von den Hier nehmen wir Skellies jetzt mal her. kurz die Tees in die Na, Zange. springen sie Oh, sich was doch ist denn nicht hier an. los? Kala! Da haben sie sich einfach Was? zusammen, sind wir gegeneinander gesprungen. Was war denn das? Die haben da gekuschelt am Fenster. Im Rauch, haben sie gedacht. Jo. Hier knockt sie erstmal weg, die Boys. Aber pin einfach, wie die Gang stehen die da. Und es wird geschossen auf den Streets. Es werden Kugeln Ja. verteilt. Also Danny, so eine Aussagen hier verbiete ich mir hier im Chat, ja? Ich würde mir das gefallen lassen, wenn jemand baitet. Das ist eine Unterstellung. Es ist so wild, dass die 15. Loge einfach ein E-Boot ist. Es ist Ja, wild, finde ich aber aber geil. es ist auch irgendwo gerechtfertigt, weißt Ja. Auf jeden Fall, also sie sind auf jeden Fall, auch wenn sie rausgegangen sind, sind sie auf jeden Fall Sieger der Herzen. sind auch auf jeden Fall auch, glaube ich, hier das stärkste Team tatsächlich im Turnier. Würde ich, glaube ich, schon so weit gehen und das auch sagen. Denkst du, Carter Cards kann hier holen? Ah, Simi geht vor. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kapsakatz ist eigentlich ein guter Deal-Spieler, aber wenn der Junge einmal nicht so on point ist, dann war es das auch für Nehmen ihn wir mit jetzt dem hier was Game. von Kapsakat? Oh, sehr Oh! schöner Klick. Da hat's Klick gemacht in der Hand. Klick hat's gemacht. Wahrscheinlich gerade seine Maus Oh, zerbrochen. und von hinten wird geschossen! Simple Simple! schießt in den Rücken. Ei, das ist aber schwierig. Da sieht die Swanson? Runde relativ schon wieder close aus. Also Schüsse in den Rücken, schwierige Nummer. Aber wenn Bin er ich jetzt mit ehrlich. Plant geht, wäre es schon ziemlich dreist. Auf V6 darf sich halt auch jetzt nicht zeigen, ne? Darf nicht sterben. Wer hat jetzt hier die Bombe? Ah, Slapper wollte legen und kriegt Oh! erstmal mies auf die Fresse. Aber wird er gedeckt? Uuh. Jetzt ist es eine Deagle mit 2 AP. Ah, Sind beide kurz low. Diegel nicht unterschätzen. Oh, das ist der erste Frag. Kann Nicht. V6 klatschen? Ist die Frage. V6 gegen Slapper. Es ist 2 gegen 4. Es ist 2 gegen 4. Und V6 hat gar keine Ahnung, wo er ist. Das ist so bitter. Nein, V6. Oh mein Gott, die sind beide so Und lost. V6 holt es! Es ist Oh mein so Gott! lost. Komplett nicht aware, dass er da auf Spot steht. Die haben Aber beide. es reicht. Ich glaube, die haben das bei beiden einfach das AUX-Kabel raus. Es hat einfach gereicht für V6. Ich bin am Zittern. Ich bin am Zittern. Und das ist nicht wegen dem Alkoholentzug. Alkoholentzug. Ja, also es startet genauso wie am Anfang des Games. Eine Runde Tee und dann wird der Löffel wieder abgegeben. Nicht. T-Side ist halt einfach auch sehr viel vorteilhafter mit Waffen als T-Side. So, jetzt, wenn man so die Buys so vergleicht. Ich bin Grüße noch gehen auf Discord. irgendwie noch im Kopf, bin ich noch das getauschte Seiten. Das hier sind die CTs sind, aber irgendwie bin ich ein bisschen hängen geblieben, könnte man sagen. Ah, Ich na höre Mensch. Schüsse. Ei, da hat er kassiert. Grusi hat den ja gesehen oben im Apartment. Excusez-moi, sage ich da an der Stelle. Na, Grüße gehen raus. Hier Vielleicht wird immer er ein auf bisschen Seiten der in die T's auch Zange schon weiter. genommen. Im Window. Da steht man natürlich Oh, oben. und Simi wieder mit dem Frack. Ey, die gucken sich aber auch Simi an, mit dem ne? zweiten Deal-Frack. Slapper Alter. hier. Es ist die 1 gegen die 0. 1-1. Kusi? Jetzt wird er Kusi? umgepusht. Da wird er eiskalt umgepusht. Und da ist jetzt auf dem Spot ist nur noch Ickbins. Das ist. Ja, und damit ist die Bombe down.
Von Simple im Schwierig. Connector. 2 gegen 2. Und Und ich Simi. bin's. Simi ist in keiner guten Verfassung. Hat ich bin's CT auf dem Schirm, ist die Frage. Ich Und denke kann nicht. Franz da jetzt einen Free Frag holen? Sieht er den Barrel, ja? Er sieht den Barrel. M41S hat 1-100 Ey, da Ping. war aber jemand am Schlafen hier, oder? So einen langen Lauf. Ja, Simple sieht nicht, dass die Bombe gepickt wurde. Wird da einfach. Oh. Oh, Klingeltangel. was ist da passiert? So, beide ungefähr gleich viel HP. Jute. Ah, schön Okay. gemacht. Simi. Mit der Erfahrung. Die Zinn-Hooligans sind auf jeden Fall im Start. Sie repräsentieren die Heimat im Chat. Ich versuche mich noch zurückzuhalten. Normal würde ich hier. Also ich würde. Die Impex-Fans, die können froh sein, dass ich heute nicht auf der Piste bin. Können sich glücklich schätzen. Wird sie aber Ups. ganz schön zur Sache gehen. Das können. Ui. Uhuhu. Ah, okay. Da Da zeigt der wurde. Stand immer kurz, was er konnte und geht danach down. Im One-Timer. Das ist so ein kleiner Tilo, ne? Ja. Ja, Swanson. Swanson, stabile Leistung. Macht das Ace eventuell fertig, wenn es ihm gelassen wird. Simple ist ein stattlicher Mann mit stattlicher Figur. Ja, Tingeltangel gönnt, glaube ich, nicht das Ace. Ja, das war bestimmt die Intention dahinter. Für mich hier. Ich glaube auch. Also, weil eigentlich ist klar, dass er das Ace ja kriegen würde, weißt du, weil er Ja. kann. Also. Aber man muss ihm das Ace geben. Ansonsten war alles andere wär schon frech. Also, Simple sollte auch die Waffe wegschmeißen und einfach in Lauf rennen, quasi. An der Stelle. Ja. Nicht safen, also Nee. einfach down gehen und ihm das Ace schenken. Manchmal Surf muss kurz man das aus, auch Friendship. machen. Ja, genau. Ja, genau, das ist es halt. Weil es ist immer nur so Hass und so competitive und so. Und man verliert so ein bisschen aus den Augen, was es eigentlich heißt, wirklich zu spielen, Spaß zu haben und so. Genau, ja, vor allem in CS, da sollte man sowieso nur Spaß haben. Richtig. Und jetzt Tingeltangel. Lurkt etwas. Mir war zu unsafe, deswegen geht er back. Ja, wird ihm nicht gegönnt, das Ace. Schade. Ich glaube, jeder jetzt hier gefühlt im Chat. Aber. Schwierig. Nein, jetzt werde ich tatsächlich auch noch beleidigt. Das ist Also, ein eines. Expect fühlt es anscheinend nicht so. Ich glaube, der Chat ist ein bisschen verbittert von den jahrelangen CSGO-Gefechten, die sie da führen. Aber das kann man ihnen auch nicht übel nehmen. Die können ja nichts dafür. Die leiden ja selber Oh. darunter. Irgendwie, was ist die am Spawnhof? Ein bisschen gechillt? Oder was machen die da? Aus irgendwie so ein bisschen wie Lex, wenn man den Leuten so zuschaut, bei mir auf jeden Fall. Simi Locket Rest. Was heißt das? Lock Address ist, dass du quasi nicht so Startup-Dings, glaube ich, hast. Irgendwas ist gerade, oder was? Ja, Slapper. Okay, anscheinend geht's wieder. Man bereitet dann Argo vor mit Smokes. Okay. Dann kommen die Smokes raus. Bisschen hat die anscheinend Probleme. Capsa-Cards jetzt hat hat Slapper nicht auf dem Schirm. Slapper eben veraimt fast, aber egal, holt ihn trotzdem. Da wird natürlich einfach in den Rauch geschossen. Ja. So, Und tut jetzt mir. liegt's nur noch an V6. Manchmal Bin kommen die dann auf die falschen P250. Zahlen. Ja. Er Wird hat da sich. Also klar geholt. V6 kackt halt auch schon beim Namen rein. Sorry, ich will nicht haten, aber wenn man schon. Was heißt so V6? Warum nicht V8? Jetzt mal wirklich. Es geht doch nicht. Das ist die gute Frage. Ich verstehe die Welt nicht mehr wirklich. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Sind hier als Gruppe tätig. Die Hooligans aus sind. Schön gemacht. Schön, schön, schön. Ah, Tingeltangel wurde leider deleted. Ja, Aber. Lauri, da muss ich dir recht geben. Also, das sieht mir sehr, sehr so nach aus wie auch das Cash Game, Ah, was hier Capster gerade wurde steht. gesnackt. Kaffee wurde weggesnackt.
Wie Salzbrezelstangen. Es ist Kalar. Kalar alleine im Löwenkäfig. Er zieht sich zurück. Nimmt er die AWP auf dreist. Anderer Seite haben wir nämlich Swanson, der ein bisschen so gerade am Spazieren ist und so. V6 schließt halt komplett B aus, schon mal, es ist schon worth. Kusi da im Jungle und Simple im CT, also. Ein Genuss für Geist und Gaumen, da stimme ich dir zu, Danny. Oh, da ist leider gerade jemand gestorben. Okay, Lori ext sein Bier, wenn Kalar Frag mit der Arbe holt. Viele sagen ja, dass hier Simi vielleicht gerade von Lori gecarried wird, aber ich glaube eher, dass das wie so ein Handicap ist, bei Lori im Zimmer zu spielen. Weil Ja. Lori ist schon sehr krass, wenn er Alkohol trinkt. Also, der hält sich Ja, da das stelle ich auch. mir auch sehr nervig vor. Also, der hält sich auch nicht zurück. Also, da fliegt schon mal die ein oder andere Hand. Ja, Bierflasche könnte ich mir auch vorstellen, dass sie auf einmal gegen Molotow Er prallt. ist sehr brutal, also. Da müssen wir auch mal kurz hier an Simi denken, der sich das alles hier über sich ergehen lässt heute Abend, nur um hier teilnehmen zu können. Ja. Beziehungsweise seinem Team auszuhelfen. Ja, man sieht jetzt hier wieder ein Full-Buy auf seitens von den CTs. Also eine AK, ansonsten nur M4 ist, keine AWP. In Deutschland würde man sagen, es ist wild. Könnte man, Ist glaube ich. wild. Könnte man schon so sagen, dass man das sagen würde, oder? Ja, Aber die durchaus. stacken da irgendwie. Ist das normal, dass man auf dieser Map als Traitor so ein Fleischhaufen bildet? Nee, eigentlich normalerweise spielst du so ein bisschen mehr für Info als T. Und Nee. rotierst später, im späteren Zeitpunkt der Runde eigentlich zusammen und dann committest du ein Go. Oder halt ein Split-Go, zum Beispiel auf B, jetzt über Apartment oder über Kurz. Und auf A dann eventuell von Underground zu Connector, von Mitte zu Connector und dann zwei Leute über A-Rampe oder sowas. Ich sehe hier nämlich viel Fleischhaufenstrategie. Ja, und Kalar fragt, da will er sein Mate fast wegnehmen aus dem Wow! Flex. Au, Aber ein paar au, au! Seed davon simple. Weißt Hey, du, Tingle Tangle holt mit dem Room Spray Control auf kurz, aber es ey, reicht da kann leider man ja, nicht. kommt man ja gar nicht mehr mit hier. Und Swanson kann leider auch keinen mehr holen. Es ist Ja, knapp. ich würde mal sagen, die CTs waren eigentlich ziemlich schnell alle auf dem B-Spot drauf. Also wurde anscheinend wohl viel Info geholt. Irgendwo Das ist finde ich arg jetzt. durchaus geleakt. Es könnte sein, es könnte sein, dass Lorenzo hier Informationen von Simis Bildschirm durchsickern lässt. Lori schreibt Impact ohne Hack so bad. Ja, das ist eine gute Anspielung. Kann mir nämlich eigentlich nicht vorstellen, dass die Taktiken von Zinn durchschaut werden können. Ach und genau, was Danny noch geschrieben hat, auch wichtig, wenn man Fleischhaufen bildet, dann rennt man eigentlich irgendwo normalerweise raus. Nennt sich auch ein Rush. Ja. Gehen wir eventuell auf Cash öfters mal auf dem Denkt B. ihr Kalar-Maschine? Oder auch Ne, nicht? Kalar leider nicht, der ist es nicht. Ja, simple auf dem B, relativ def. Kalar wahrscheinlich noch ein bisschen verkatert vom Maledivensaufen. Und Wahrscheinlich. Karzer Cards und X-Pins sind auf A. Ja, bitte, sorry. Kala hat sich wahrscheinlich ein paar Batida Coco zu viel gegönnt im Urlaub. Der spielt mit 2 Promille, glaube ich. Oha, ich bin's. Oh, die werden ja Gib mir einfach nur Free Fire gesnackt. Tipps. Was ist das denn? Schöne Runde. Das war Karzer ja Cards würde wie. auch noch einen weg. Das war ja wie, als wären sie beim Schlachter vorgelaufen. Ja, das war ein Schlachter aus der Rampe. Da wurde es eiskalt Eieiei. weggesnackt. Und das Ganze ohne Betäubung. Ja, da rufe ich aber jetzt mal bei der Peter an. Okay, Lori callt 30 Eier. Für Simi oder für Kusi? Ich würde sagen für beide. Kanakenkleid aufschließen. Für Bauunion? Ja. Boah, Kala an der Front. Kala ist an der Front. Er ist der Und Mann, der als das war Erster jetzt ein reingeht. Fleischhaufen.
Fleischhaufen auf B. Das war ein Fleischhaufen. Aber es reicht leider nicht. Kusi mit drei Fracks kriegt da noch einen Was Frack nach dem Death durch den Molotow. Und Simple und ich bin's, die regeln das dann. Ich weiß ja gar nicht, was bei Ding gerade los ist. Die verhalten sich wortwörtlich wie Tiere gerade. Der Counter ist 9. Ah, genau. Perfekt, Danny. Du zählst ja auch mit. Was für ein Counter? Der Bier-Counter für Kalas Frex. Ach du Scheiße, ja, stimmt ja. Es sind 9 Stück in einer halben Stunde, beziehungsweise ungefähr 40 Minuten. 9 Bier, stark. Auf jeden also, Fall. Nille wurde ja auch vorgewarnt. Also, auch eigentlich krass, dass man Kala so hart unterschätzt. Hätte ich nicht gedacht. 3 Bier sind auch ein Schnitzel. Ja, safe. Danny. Ja, 3 Bier sind ein Schnitzel. So sieht's aus. Ei, ist gut gemacht von Swanson. Ja, Swanson ist ein Sidecracker. Wie so ein Chipscracker, glaube ich. Carpster gönnt sich hier, aber auch stark von Carpster. Hat er dem Sandwich auf dem Schirm? Man weiß nicht. Oh. Na, da gibt's nichts zu sehen. Nein, uiuiui. Da muss doch die Hilfe kommen von Simple. Was ist denn los? Woll ich den jetzt aus Firebox hinten raus? Und Kusi lädt hier auch deinen Traum, oder was? Und Kala ist weg vom Fenster. Aber was geht auch ohne Kusi? Durch V6 AWP. Genau, es geht auch ohne Kusi. Und Kusi hat die 30 Eier geknackt, das ist schon bei 32. Der Junge ist unstoppable, wie man meint. Aber es ist auch ein sehr closes Game, also es ist noch nichts entschieden hier. Die T's sind nämlich jetzt wieder auf dem Shit bei. Eine Deagle mit Kevlar und Helm, eine normale Deagle mit Kevlar, ansonsten nur Tech 9 und 2 Flashes. Wir sind wieder im Fleischhaufen-Modus. Ne, nicht ganz. So halbe Würste, würde ich sagen. Ja, so spielt man es eigentlich schon normalerweise. Okay. Halt mit Waffen. Mit auch Waffen? Wo die Smoke oben hingehen sollte in Mitte, ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was sie da smoken wollten. Gott oder so. Schwierig. Schwierige Nummer sehe ich da. Kapsakats verschiebt auch mal seine Pose, also das ist auch nicht schlecht. Tingeltangel mit der Deagle. Wenn ich mich richtig. Wenn ich jetzt nicht komplett behindert bin. Ja, Kala hat gleich Kontakt bei Kapsakats. Oh. Weckt er den? Hi! Clean. Aber jetzt kann man wieder. 13-13. 13-13. Simi abgekühlt. Simi hat doch gerade einen Frack gemacht, weiß gar nicht, was du hast, Danny. Tut mir jetzt auch ein bisschen im Herz, wie in meinem Pirmasenser Heimatherzen, dass das jetzt ja. So läuft. Aber man was muss. Was sind denn da die Ultras? Also, ich sehe da gar nichts mehr im Chat gerade irgendwie. Ich glaube, die haben sich da ein bisschen einschüchtern lassen von Expert. Aber man muss das Impact auch gönnen, ne? Also. Also ich bin ja schon verbitterter Ultra, aber man muss auch irgendwann mal zugeben, ne, wenn es einfach nicht läuft. Was los, Simi? Was los? Ich glaube, bei Simi ist wieder irgendwie eine Wespe. Ist irgendwie gerade eine Wespe in eurem Zimmer? Lawrence? Oder was ist da los? Und man reitet da jetzt der Arsmokes vor. Aber die T's haben's halt auf dem Schirm. Naja, es wird jetzt gecallt. Komm A und da ist die ganze Rotation da, die ganze Hausmafia ist da von den CTs. Und da dürfte jetzt eigentlich nicht viel passieren. Dingetang mit der AWP aimed auf Stairs. Wer ein bisschen zu weit rauspickt, ist er tot. Grabstor steht ein bisschen bei B, kontrolliert. Oh, einen guten Track auf Stairs, aber oh, Simi? V6 auch mit der AWP. V6 mit der AWP. Aber nice, okay. Kalal. Aber abgeaimed. Kalal. Kalal holt das. Kalal holt das. Kalal. Den Kapsakarz. Oh! Kapsakarz kassiert im Kopf. Kalal holt. Die Walnut ist cracked. Oh, Kalal, jetzt. Ruhig. Ja, 20 Sekunden auf dem Timer, also viel Zeit hat er nicht. Nee. Leider nicht. Ich finde eigentlich so. Das ist die 14. Runde. Und jetzt muss man sich auf den Seiten von den Tees entscheiden. Okay, und sie entscheiden sich für einen Full-Buy. Wenn sie die Runde jetzt verlieren, dann sieht das Game sehr schlecht aus. Das ist nicht gut.
Mein Cetis ist egal, die können sowieso bis letzte Runde jetzt durchkaufen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Ra macht die AK. Oder auch Kusi nicht. mit einem guten Spray-Control auf Mitte oben. Oder Damit auch der nicht. Top-Fragger schon mal weg von den Entfernen. Und da Kusi mit, was für ein Klick da wieder. Kann er Schön. callen, Untergrund Schön. eigentlich? Einfach schön gespielt. Auch wenn ich es nicht Ja. auf dem Ding hatte. Auf dem Ich hab's Bildschirm. auch nicht gesehen. Er war einfach weg. Er hat es einfach aus dem Leben gerissen. Man entscheidet sich so Richtung B. Ja, dass man da aber auch springt, ne, ist schon. Also wir sind ja nicht in Call of Duty. Ne, Bunny Hoppen ist hier nicht. Hier Carpster Cards kannst du ist eigentlich nichts mit hören. Kletter-Action. Nicht Assassin's Creed. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht oben in den Heuwagen gleich noch reinspringen wollen. Ich weiß hier gar nicht, was hier los ist. Die wandern hier rum. Wir machen eine Wandertour. Die sind hier im Urlaub, glaube ich. Ja. Oh, schön. Glaube, Kala hat den einfach mal gesagt, kommt Jungs. Ich hab so Bock auf bisschen laufen. Kommt Jungs, ich zeige euch mal. Ich zeige euch mal mein Haus. Ja. Aber leider folgt ihm keiner in sein Haus. Schwierig. Oh, Impact, Oh, holt ihn voll, wenn der voll wüsste, geil was da hinterm durchs. Rauch ist. V6, V6. Ja. Ei, nein, Oh, das sieht so nein, schwierig aus. Ickbenz nein. holt's einfach nochmal. Ickbenz Ei. hat sich jetzt gut recovered von seinen wenigen Frags. Das Stand-in macht anscheinend jetzt doch mal seinen Job. Das ist krank. Obwohl man auch sagen muss, dass der Stanton ja mit V6 quasi so. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, hat der Stanton tatsächlich die schlechtesten Stats. Ja, aber auf Stats kommt's ja nicht so an. Ja, das ist Man halt das Einzige, gewinnt was ich 1 zu 0 mal für beurteilen die kann. Letzten. Ich. Ich sag dir ehrlich, die Runde sieht Oh, sehr er wird. schlecht aus. Aber immerhin ein Nein. Opener von Swanson. Auf Ickbenz. V8, das macht Oh, Krach in der Nacht. V6 viel zu aggressiv mit der AWP. Aber vielleicht sehen wir Overtime. Ja, Overtime wäre heftig. Wäre schon Overtime wild. würden alle feiern. Und Swanson, der Oh rasiert mein nochmal Gott. komplett. Der macht nochmal komplett Feuer. Also was mir eigentlich am meisten wünscht, ist einfach Inferno. Also Inferno. Ich. Ich glaube, der will einfach sein Ace haben jetzt hier. Das, was ihm vorhin schon verwehrt wurde. Jetzt schon wieder mit drei Frags am Start. Oh, hier mit der Hippie AK. Ai, da wurde der Kati gesnackt. Ja, und das muss doch das Ace jetzt sein für Swanson. Das muss man ihm jetzt einfach mal gönnen. Er hat's schon einmal vor. Und da ist das Ace für Ey. Swanson. Einmal LFG in Chat, Leute. Pervers. Da wurde es ihm endlich gegönnt. Er hätte eigentlich zwei. Und jetzt Aber noch dafür. Overtime, dann sind wir alle glücklich. Und ich glaube, diese Runde, die hatten selbst die Pirmasens Inferno Boys nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt bloß nicht nervös werden. Bloß nicht nervös werden. Ja, jetzt kommt's drauf an. Franz hat wieder die Hippie AK dabei. An Seiten der CDs darf man einfach jetzt nicht overpeaken. Das ist das A und O. Einfach keine Scheiße bauen. Mehr nicht. Mehr ist es nicht. Und die Ts müssen dann geschlossen auf den Spot gehen. Einfach keine Scheiße bauen. Jetzt alle sind ruhig. Keiner traut sich was. Ickbims ist weg. Swanson wieder mit dem Crack auf Ickbims ist A. weg und er wird auch nicht mehr ins Leben zurückgeholt. Ist jetzt erstmal raus. Die Kugel sitzt tief. Ja, und Kusi rotiert da von Mitte Window Richtung CT. Man hat so ein bisschen auf dem Schirm, dass es wieder ein Argo wird. Aber Capsa ist da immer noch auf B. Das ist ziemlich fatal. Was kann denen das Oh, die laufen abbrechen? wieder aneinander vorbei. Oh Gott. Ich hab's nicht gesehen, scheiße. Oh Gott, da habe ich sogar die Map aus Versehen geöffnet. Oh, Simi. Oh Oh, nein. Simple! Slapper. Jetzt Jetzt ist wo? es Carpsacards und Simple gegen Kala und Slapper. Jetzt Und bloß Kala keine einfach mal Scheiße bauen, einen Digga. Bloß keine Scheiße bauen. Ruhig jetzt, ruhig Blut. Kal Carpsacards mit dem Frag auf die Bombe. Es ist Kalar gegen Kapsa, das sind die zwei Starspieler von beiden Teams. Kalar gegen Kapsa.
Geliebt und gehasst. Gegen den Urlauber. Geliebt und gehasst. Der eine hat aber die Bombe. Und das Hab's ist ein da. Fake Plant. Das ist ein Fake Plant. Nein! Und das ist das Game. Oh. Für die Ex-Impact Boys. GG an der Stelle. Wow. Wow. GGVP, sehr intensives Game. Krank. Sehr kranker gutes Comeback von Scheiß. Impact. Kranker Scheiß an der Stelle. Ja. I'm sorry for that one. Wirklich sehr gut gespielt von jedem. So. Machen wir jetzt erstmal hier. So. Das muss jetzt erstmal der gute Herr Enzo Enzo wieder hier. Ne? Lori schreibt, oh mein Gott, wie geworfen. Es war krank. Also wirklich, also Kala hatte da, also Phil hatte da die Nerven aus Stahl. Kala nicht. Ja. Schwierig. Fragwürdig dazu Fake Planten. Eventuell kam der Call von Simi oder auch wem auch immer. Naja. GG auf jeden Fall fürs erste Game. Wir freuen uns auf Game 2, würde ich sagen. Das wird Cash. Ich denke mal auch, das wird auch sehr close. Und die beide Teams sind, denke ich mal, heiß. Da ist noch alles drin. Und eventuell sehen wir auch wieder eine dritte Map. Das wäre schon... geil. Und dann noch Inferno, also... Das wäre schon... Das wäre 10 vor 10. Das wäre schon... Also, das wäre schon Legende. Ja, auf jeden Fall. Kriegen wir eigentlich mal ein Update von vom Herr... Vom Herr Enzo. Ist es nicht. Ist noch nicht geupdatet. Ich glaube, wir machen 10 Minuten Pause oder so, ne? Wir machen jetzt erstmal, würde sagen, einfach 13 Minuten Pause, damit wir glatt sind. Ich würde sagen, um 10 nach geht's weiter. Ja, alles klar. Und dann sehen wir uns gleich wieder, meine Freunde der Sonne. Bis gleich, Leute. Sound microphone muted.
Hallo. Servus. So. Da sind wir wieder. Oh. Es geht ab auf Cash, meine Freunde. Es geht auf Auch Cash. Cash wird so zur Sache gehen, wirklich. Es wird so. Ich glaube, ich hoffe einfach, dass es zu Inferno kommt. Ich hoffe es wirklich. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, X-Impact wird jetzt zerstört auf Cash. Was für die? Die werden zerstört, glaube ich. Ich hoffe Also, es. es ist ja so, X-Impact hat ja nicht ohne Grund schon, ich glaube, zweimal jetzt auf Cash verloren. Also gegen Space Invaders haben sie auf jeden Fall verloren. Ich weiß nicht, ob sie sie danach mal gebannt hatten. Wir gehen mal Weiß ich rüber, wir jetzt gehen mal schon gerade mal gar ins nicht so Game. sagen. Ach, du hast eine Cam an. Ja, Mann. Das sehe ich ja jetzt erst, Alter. Was ist denn das für eine geile Maske? Geil. Fühle ich. Ich habe mir gedacht, so ein Greenscreen können wir noch gut reinschneiden. Ich hatte eben eigentlich noch ein grünes T-Shirt an, das habe ich jetzt gerade gewechselt. Ah, chillig. Ich muss noch den Sound anmachen. Ja, das sieht Ja. ja mal mega geil aus, Alter. Was ist denn das für eine Maske? Hier ich mir bestellt, hier hat irgendwie 11 € oder so gekostet. Ist wild. So eine Sturmmaske, aber die brennt voll in den Augen. Echt? Ja, Mann. Anomaly, is it you? It's me. Hello, guys. Maske aus, mein Kleiner, guck zu, bitte. Wenn ein kleiner CS guckt, dann ist das echt nicht das Schlimmste. Es ist jetzt ab 16. Ist so. Sturmmasken kann ich sogar mit 12 kaufen. Ich glaube, die haben gar keine Altersbegrenzung. Es gibt ja auch schon 8-Jährige, die sehr kriminelle Energie haben. Die sind aber bei 187. Bitte? Die sind aber alle bei 187. Ja, das glaube ich auch. Sind, glaube ich, auch die immer in den Musikvideos. Die Gang, die Ja. hier, die. Warte, ich bin hier ein bisschen abgeschnitten, die 187ers. Ich habe meine Cams ein bisschen abgeschnitten. Die wären nochmal größer, sonst würde ich so So voll in sieht den man es Bildschirm gut. reingucken. Naja, so sieht man es ja gar nicht gut. Vor allem, wenn ich hier so rausslide. Boah, ist übel behindert. Naja, egal. Es slide einfach mal mitten in den Bildschirm. Wenn ich halt so. Wenn ich in meine normale Richtung sliden würde, dann slide ich aus dem Bildschirm raus. Bin hier so ein bisschen hooked. Das ist jetzt schwer zu sehen. Ja, alles gut. Also sieht gut aus mit der Cam. Aber gleich geht's los. Mein Arsch tut weh. Aber es geht los. Ja, die Knife Round wird natürlich jetzt geworfen von den Ey, Inferno ey, Boys. ey, 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 die stechen sich hier gegenseitig. Ja, so ist das halt mit Permasens. Also, was soll man sagen? So ist das im Ghetto. Der Anblick wundert mich jetzt nicht. Das ist jetzt Kalar gegen Simi. Kalar ist immer so ein bisschen zurückhaltend, er war immer so der Soft. Ja, und Simi gibt sich da halt keine Faxen. Ja, und X-Impact startet wie gewohnt auf CT. Hier Mal muss ich jetzt gucken, um. was geht. Ui, wo ist denn hier, Alter? Das ist einfach aus der Map rausgelaufen bei mir. Das ist jetzt die Map von Psin, wenn ich richtig liege. Genau. Eben schon gut reingepickt auf Mirage, wo es nicht ihr Okay. Pick war. Deswegen jetzt umso hypter, Ja. was hier abgeht. Ja, wir haben ein Kit, zwei Nades und Smoke und Flash auf City Side, zwei Tech Nines, drei Flashes, eine Smoke auf T Side. Geht Richtung A. Early Flash raus, zweite Lower Flash kommt. Ui, Sie ui, ui, machen ui, ui. Frag und die Oh, Smoke kommt nicht Simi, raus von Simi, Simi. Simi. Oh, die werden hier alle Nein. weggebimst. Na, das ist leider nichts. Simi? Simi ist ein guter Pistol Rounder.
Ein guter Allrounder. Jimmy kann man sich immer gönnen. Ja. Zum Einschlafen. Er ist jetzt alleine. Wahnsinn. Na, Leider schwierig. nicht. Wird ihnen das Ace wieder nicht gegönnt. Irgendwie auch schwierig, dass die so. Weißt du, man kriegt so seine Map und dann holt man nicht die erste runter. Finde ich schwierig. Ja, man muss auch dazu sagen, dass auf Cash die T-Side am Anfang relativ weak ist. Wenn du nicht irgendwo schon Frag gezogen hast, auf T-Side ist. Also dann muss man schon viel mit Ghost arbeiten und mit dem Okay. Split auf Cash. Also auch so ein bisschen im Jungle Roam und so. Genau, Jungle Roam. Am besten auch den Supporter mal ein bisschen in den Vordergrund stellen. Ja. Ja, Okay, so damit eigentlich. weiß ich auf jeden Fall, was anzufangen. Dann ist ja top. Gangs sind wichtig. Man muss auch Ja. ein bisschen Präsenz zeigen. Ja, auf jeden Fall. Also Okay. wenn der Jungler nicht kommt, ist vorbei. Und hier würde ich schon. Oh, da ist schon jemand gestorben. Es hat schon einen das Leben gekostet. Es ist Boah, hart auf den schön. Straßen, aber es ist fair. Man wird für seine Arbeit auch bezahlt. Ja, also Oh. sie hat nicht umsonst sich Scout mal wieder. Also es ist Richtung B, also Es. kriegt er gleich wieder Heavy. Aber V6. Ah. Ja, der riecht's auch im Vent, das ist auch so gut. Ah, um. Und mit der Flank, Was nachdem ist noch den los, meine Backstep. Freunde? Ja, ist die Runde natürlich over. Und das war natürlich ein harter Rückschlag jetzt für die Inferno Boys, da sie natürlich geforst haben. Aus Erfahrung kann ich sagen, in Pirmasens läuft das anders. Da sind die Jungs treffsicherer. Es sieht jetzt so aus, als könnte man sich auf die verlassen, so wenn man sofort eine Schießerei verlieren würde. Aber in echt sind die immer am Start, so. Kann man auf jeden Fall auf die Boys zählen. Also Real Life würde ich sagen, haben die schon 100 Upgrades. Warum hat, warum war, warte mal, hat, wurde Tingle gerade angeneigt? Ja, von Simi. Oder abgeschossen, ich hab's selber nicht gesehen. What the fuck? Aber ich will nicht zu viel sagen, aber es war halt wieder eine easy Runde für die CTs. Aber jetzt können die Ts halt kaufen, ist halt gut. Solange niemand hier das Messer in den Rücken seiner Freunde reinrammt. Ja, schauen wir mal auf Simi, ob er das jetzt einfach gleich nochmal macht oder Dann packen wir die ob er Kämmer gerade auf genug Schreie Simi. bekommen hat. Wahrscheinlich eine schlechte Reaktion, kann ich mir schon vorstellen, wie Franz darauf reagiert hat. Excusez-moi. Oh, wird es da gleich losgehen? Also Simi mit den Fast Nades ist halt nicht Ei! so. Kusi gegen. Oh, und Slapper steht so richtig hinter dieser Tür. Ja, jetzt hat Kusi natürlich ein Problem auf A. Schon ein halbes Leben verloren. Boah, Excusez-moi. Oh, er Kala! ist tot, Mann. Er ist einfach dead. Da ist das erste Bier wieder Fündele. Das erste vor allem, ja. Ja, also im zweiten Game, das erste Bier wieder. Bei Nille, der Alkoholschaden, der setzt sich alle 2 Stunden zurück. Deswegen kann der Mann, der kann nicht kotzen. So. Alle 2 Stunden ist einfach wieder auf Null. Jetzt bloß nicht den Faden verlieren. Ui, aber da guckt man auch nicht nach oben. Die denken auch immer, Sky is the limit. So, aber. Carps erholt den in Main, so wichtig auch der Frag. Es liegt alles an Slapper. Oh, Aber Slapper! Slapper Oh! holt die Runde für sein Team. Ey, Maschine, Bruder! MVP! Gestört. Rapper, krank überperformt. Hier wird gekauft, als wäre man im Urlaub, wirklich. Kein Cent zu schade, man greift tief in die Taschen. Für, was ist das für eine Waffe? Eine MAC-10? Was ist das für ein, was haben Swanson und Tingeltangel da? Eine MAC-10, ja. Ja, okay. Wir haben beide eine MAC-10. Und Simi auf einer Scout, die macht nur One-Shot im Kopf. Und sonst brauchst du zwei Buddy-Hits. Hier, oder war jemand angeaimt gerade? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ist aber nicht. Bier Counter, please. Die haben die Bombe wieder vom B gestellt und die CTs stehen relativ
Passiv auf B. Irgendjemand wurde hier gerade abgeknallt. Es ist Simi. Ich glaube, Simi findet gerade nicht so ins Game rein. Also Simis Zustand wird auch über den Tag immer verschwommener, könnte man sagen, ne? Ja, ich glaube, der nippt so nebenbei bei Lori am Bierchen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass in Lawrence Zimmer gerade wieder eine Hotbox ist. Da ist schon sehr oft die Polizei auch vorbeigekommen bei ihm, weil bei ihm immer Hotbox, immer dies, das, boah, und dann immer Stress. Aber hier gut gespielt, gut gespielt. Ansonsten jetzt, es ist auch zu late. Ah. Wieder gecallt. Kapsa hat es überhaupt Oh! nicht auf dem Schirm. Der spielt ohne Headset. Ey, der spielt wieder was anderes. Der ist wieder Yu-Gi-Oh! Der hat wahrscheinlich gerade wieder Karten aufgemacht oder was? Fuck, Mann. Der muss echt mal weg von diesen Booster-Packs. Ja, aber Kusi close das Ganze. Und dann steht es 4:1 für die CTs. Und kein Geld bei den Ts. Also in mein Team würde ich den Jungen nicht reinlassen, wirklich. Der hat nur die Karten im Kopf. Alle Karten außer die CS-Karte. Und die liegt mir nicht mehr. Die sind zu bei ihm. Die sind aus Prinzip immer zu. Ja, der hat wahrscheinlich auch die Minimap auf linke Seite gestellt. Ja, so einer ist das. Ein richtig gestörter, so ein Kranker. Ja. Kann ich mir gut vorstellen bei dem. So schätze ich ihn auch ein. Und das ist ein Oh! kompletter B-Push. Alter! Und dann werden sie einfach weggemacht wie die Ameisen. Badadadada. Das dauert halt auch zu lange. Und da sind die CTs auch schon wieder alle da. Und tak, und weg, einer nach dem anderen. Was ist hier los? Was war das? Gab's da? Oh, das war nicht sein Moment. Was war das? Was war das? Was war das? Warum hat er nichts gemacht? Irgendwie. Warum ist der da? Ja, Slapper hört den jetzt eigentlich hinten. Und V6 dürfte jetzt eigentlich nicht so wirklich ein Free-Frag kriegen. Ah, oh, warte ab. Immer sind es immer so ein bisschen so Aber woanders. was ist denn das für eine Nade V6? Also, das üben wir aber nochmal. Ui, 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 Oh, sie sieht wissen. aber ganz schön. Oh, ja, war doomed. Also war doomed. Also muss man wirklich jetzt mal den Pick auch mal in Frage stellen. Auf den Seiten von deinem Pirma Sensa Inferno. Also die picken ja Cash mit einem Grund. Und zwar, dass sie damit wahrscheinlich in der guten Hälfte starten werden. Aber ja, fragwürdig dieser Also, Pick. meine Vermutung ist, dass die Teams zum Troll vorher abgesprochen haben, dass sie die Pick vom anderen nehmen, so, um Verwirrung zu stiften. Weißt du, was ich meine, so? Ja, eventuell wäre das möglich. Der kann natürlich auch da Ah, noch Relentless-Pick reinkicken. Simi! Da Passiert. man natürlich dann wahrscheinlich dachte, wenn man Mirage holt, dass sie dann sagen, ja, picken wir jetzt Cash, weil wir Mirage holen und die auf Cash sowieso nicht so gut sind, dann picken wir die 2-0 weg. Möglich wäre das, aber sieht gerade anders aus. Und Slapper wird da gespottet von V6 auf dem A-Spot. Und da muss doch eigentlich der Call Ah, sein oh, von Kusi, Kala, dass der Mann. da durch ist. Ich verstehe es einfach nicht. Was soll das? Ey, Jetzt Main. ich Oh, schöner. switche. Oh, und ich hab's Schöner nicht 20. gesehen, Mann. So, jetzt Aber aus aber. 20 kann Aber man leider nichts gut. ausrichten. Das ist. Aber schwierig. Als 20 auch wieder gut dabei hat bis jetzt das Game mit 7 Frags. Aber sein Team hängt noch ein bisschen hinterher. Simi vor allem mit einem Frag in 7 Runden. Der Junge hat gerade anders performt auf Mirage. Und jetzt ist etwas low. Aber Es ist echt so, die Digga. Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich mal sagen. Hätte Kalam mal nicht Mirage geworden. Ey, ich könnte heulen, wirklich. Ich wollte einfach nur Inferno, weißt du, Inferno. Immer Ja. sind's. Es tut weh. Boah, hat Ja, das auch. gescheppert, ey. Also als Pirmasens Inferno-Fans, Jungs, ich fühle mit euch. Und da muss eindeutig auch mehr im Chat gespammt werden. Ich meine, wir sind 22 Leute hier. Wo sind denn die ganzen Emotes hier? Also es sind schwierige Zeiten, es sind harte Zeiten. Können wir euer Team noch nicht aufgeben? Ich Wo glaube, wir sind nach können dem uns auch Headshot? bald. Die schwierigen Zeiten gehen erst los, wenn wir uns Kalar nicht mehr leisten können. Weil Kalar ist sehr teuer. Sehr Ja, guter. Kalar ist ein Keyplayer. Ist ein sehr guter Spieler, aber sehr teuer. Also der kostet uns schon roundabout, würde ich sagen, so 3 bis 4 Millionen.
Monatlich. Boah, das ist ziemlich teuer für einen Spieler, ja. Und die Inflation, die killt uns dann einfach, weißt du? Wir brauchen ja Gas, um Strom zu machen. Den Strom brauchen wir, um zu spielen, so. Das geht ja Ja, einfach klar. nicht mehr. Deswegen, und dann Kalar, Digga, der uns hier jeden Monat 3 bis 4 Millionen kostet. Zinn ist bald pleite. Digga, Swanson zum Ja. Beispiel, für den zahlen wir einen Zehner, weil er aus dem Saarland kommt. Ja, gut, mehr verdienen die da ja sowieso nicht, ne? Ja, aber das ist ja ein Schnapper, so. Weißt du, ist gut genug so? Weil wir haben ja Kalar, der ist ja quasi wie 8 Leute. So, Swanson ist halt so. Ja, Kala ist ja jetzt auf B, aber der muss ja jetzt was ausrichten für seine 8 Millionen da. Ja, leider habe ich davon nicht so viel gesehen. Wir sind auch gerichtlich da dran, jetzt mal da Nachforschungen anzustellen, weil. Ja, ich glaube, der Junge ist auf den Malediven einfach gerade mit dem Kopf woanders. Weil irgendwie der versauft und verballert das ganze Geld, aber Performance sehe ich da nicht. Ja, benchen würde ich nicht. Dafür ist er zu gut. Ja, dafür, aber bald, also der ballert sich alle Gehirnzellen aus dem Kopf, wirklich. Vielleicht liegt es auch an den anderen Teammates. Da muss Stimmt. man ja mal Nachforschung anstellen, ne? Vielleicht halten die Teammates ihn ja zurück, dass er nicht seine Performance abliefern kann. Das kann sein. Weil sie sonst denkt, daher Und sonst bin ich hier immer der Carry jede Runde. aus Statistiken wissen wir auch, dass es oft die Teammates sind, an denen es liegt. Ja. Vor allem in CS, da ist das ja sowieso ganz schlimm. Und in League glaube ich auch. Ja, also selten liegt es an einem selbst. Ja, Also, das sowieso. das tut mir leid. Machen wir hier Starspieler Slapper Nummer 8. am Klatsch kann es leider nicht machen. Ja, das ist die 8. Runde für die Ex-Impact Boys. Swanson nicht mal aus dem Saarland. Ey, woher ist Swanson? War der nicht aus dem Saarland? Oh, da kommen die Fronts von Lori. Triangel hält Kalar zurück. Da muss man ja, glaube ich, mal als Manager mal nachhaken, Ach, der war auch Pelzer. ob das denn wohl so stimmt. Irgendwann hatten wir mal einen Benchplayer aus dem Saarland, so um aufzustocken. Ich bin da ja auch nicht mehr so im Game, weißt du, ich. Ganze Buchführung und so, da blickst du ja selber nicht mehr durch. Wird Du Kusi sich vertrittst doch hier eher Zinn die gönnen? League-Szene, oder nicht? Ja, genau, das ist so, weißt du, unsere CS-Abteilung ist so ein bisschen. Die hocken in so einer abgeranzten Bude und hocken da immer so, weißt du, die haben so ein Budget von. Eigentlich haben sie ein Budget von 3 bis 4 Millionen, aber das geht halt alles für Kalar drauf, weißt du, was ich meine? Ja, irgendwo muss man dann ja auch einfach sparen, ne? Der Star-Player Ey, kriegt ja was ist einfach denn sein da Geld. los, Alter? Wow! Oh ja, Kusi rasiert wieder mal wieder komplett mit der AWP. Macht da drei Frags auf. Ich weiß gar nicht. Also die T's, also die Pima sind sein Fan und ich weiß nicht, was die da für ein Breitgrad zusammenspielen. Aber da muss doch eigentlich auch mal eine taktische Pause da mal reinkommen. Die müssen sich doch mal auch mal absprechen auf ihren Ich Pick. glaube, da Müssen doch da müssen. irgendwas vorbereitet haben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin auch wieder erzürnt, dass wieder Inferno wieder quasi als dritte Map nur gewählt wurde. Ja, wieso wird es denn nicht gepickt von deinen Jungs? Ich verstehe das. Jedes Game, nach jedem Game komme ich zu dir und frage dich, was ist los? An was hat es gelegen? Jedes Mal kriege ich eine scheiß Antwort. So, ja, an was hat es denn gelegen? Weiß ich nicht. Aber jetzt muss man mal drauf Was achten, ist ne? denn das? Guck dir Die das an! Der steht kommen da ja im nicht Schacht! raus. Der Kommen steht nicht da im raus. Schacht! Digga! Der brennt aus dem Schacht raus! Die Wände ausgeräuchert! Die bleiben im Bin ich hier im B-Main Gebetstempel bleiben sie oder was? stehen. Die stehen da wie die Duftkerzen, wenn sie angekokelt werden. Ja, Swanson nimmt wenigstens noch einen mit, aber was ist los? Ja, 9-1? Relix, was Wo bin geht? ich? Rudi aus Butteln. Grüße an Rudi aus Butteln. Grüße. Warum bin ich allein, eigentlich allein im Chat, Lori? Ja. Gute Frage bei 22 Leuten. Ich weiß nicht, was sie machen. Die sind alle nicht da. Keiner Support ist hier mehr was. Ich glaube, die Pirmasens Hoodigans sind heute auch alle saufen. Also ich glaube tatsächlich, was haben wir heute? Donnerstag? Ja, Donnerstag ist meistens hier massives Saufgelage in meinem Pirmasens.
Ja, Donnerstag ist ja auch schon quasi der Tag vom Wochenende, ne? Also quasi Ja. ist ja schon Wochenende. Das ist quasi wie Montag, weil Montag ist man ja auch noch ein bisschen zerschossen so. Ja. Donnerstag fängt es an, weil Freitag, da geht, erwartet ja eh keiner mehr volle Leistung. Guck mal, jetzt ist Hier aber, Donnerstag, hier jetzt ist aber. eigentlich voll open. Und ich bin's, Digga, kriegt hier. Ich Und bin's, kriegt hier alle Kaskas. Geld, wirklich. Ich bin's, hat Höchstleistung serviert erreicht. bekommen, hier auf so einem Teller, Mann. Was soll ich sagen, ey? Also wirklich. Hier auf dem Silberlöffel hat er bekommen. So, hier, nimm. Also, dass es so eindeutig wird, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte so, es wird ein bisschen closer auf deren eigenen Pick. Ey, das ist wirklich krank, ne? 11-1? Was ist los? Aber man darf nicht vergessen, Cache ist eine sehr, sehr CT-lastige Map eigentlich, wenn man die spielen kann auf CT-Side. Denkst du, es wird gleich Ein Comeback meinst du? ein 16-14 für Psin? Ja, durchaus. Also vorstellen kann man das bei der Leistung von Simi da gerade wieder. Sehr Es war guter Frag. sexy. Ich bin zwar sehr spät reingeswappt, aber es war sexy. Es war sehr sexuell. Ja, gut mit der Smoke gespielt auf jeden Jetzt Fall. Simi, aber bitte Augen auf. Aber Augen ist aber. auf. Wo Ja. schießt denn der hin? Okay, jetzt Augen auf. Konzentrieren. Ruhig. Ruhig, Blut. Ja, die schießen da durch diese Wand. Simple Smoke CT ab. Fragwürdig, aber kann dadurch auf Side gelangen, wenn Simi ihn nicht sieht. Ey, Und Simi sieht hey, ihn. hey, Und hey. Simi kann den Frag Ah, leider nicht. schwierig. Unlucky. Er war simpel auch stabile Leistung, muss man schon Alter, sagen. da Sind muss gut. man erstmal Simi nachher fragen, was denn das mit ganz Zeit mit diesen Fast Nades soll. Der kriegt's ja eindeutig nicht auf Reihe. Ich pack's einfach nicht. Also wirklich, ich bin schockiert. Wenn das gleich kein 16-14 wird, bin ich schockiert. Ja, muss ja eigentlich. Anders darf es ja eigentlich gar nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass der einzige Win, den Sinn hat, lebt dein Traumpunkt nett ist. Geht nicht. Kann nicht sein. Ey, die laufen hier wieder in die Messerschneide. Aber Alle, es ist alle. nur einer auf Adam. Da muss man jetzt einfach richtig schnell rausfahren. Und Was? Kala wird komplett Oh. gebaitet von seinem Team. Komplett reingebaitet Aber worden und Kalar alles. lässt sich auch nicht verarschen. Der zieht durch. Der zieht einfach durch. Der macht. Es ist nicht wie, nee, wir gehen jetzt zurück, Kala geht rein. Da gibt's nicht zurück. Das grenzt schon sehr an einem Psychenbait, würde ich meinen. Aber Weg. halt vom ganzen Team. Weg. Immerhin mal eine 2. Ja, und es ist die zweite Runde. Und wenn sie jetzt noch eine Runde holen, dann auf CT-Side komplett ausrasten, dann sieht das Game gar nicht mehr so close, so eindeutig aus für X-Impact. X-Impact hat nach der letzten Cache-Niederlage erstmal ordentlich geübt, um sich nicht nochmal die Blamage zu geben. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Also die CT-Side sieht eindeutig zehnmal besser aus von denen gerade. Aber man muss auch sagen, es war nicht deren Pick, es ist der Pick von dem Klimasensor Inferno gewesen, Cache zu picken. Das ist wirklich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber beide haben quasi mein Ex-Impact auf ihrem eigenen Pick auch nicht gerade so die erste Sahneleiste und da weggeschnappt. Weg, war er Und da weg. kriegt Tschüss. Kusi einfach mal den vernünftigen Pre-Fire Da war er weg. Weg, mit einem war er. kleinen schönen Xantaros-Peak. Zack. Weg, so wie es war schon gerade. Tschüss. Jetzt steht Simple da oben. Steht wie auf Ja, dem und ich Turm bin in der es einfach viel zu DDR. late. Und man muss aber mal gucken. So, man hat jetzt zwei Leute auf A geschickt, die planten gehen, ne? Und einer ist Mitte und einer ist B. Und da wird einfach durchdiffused. Das ist ja klar. Das ist ja eine easy Runde dann für die. Und das ist Passt nicht. brutal und es war einfach schlecht gespielt, die Runde. Die stehen da oben auf dem Balkon wie an der Berliner Mauer an der Grenze. No front. Good half. Good half, schreibt er. Was war denn daran eine good half? Ja, ist halt gut Sportsmanship, also das muss man ja mal sagen. Aber jetzt kommt die Pistolrunde für die Pirmasens Inferno. Ist ja auch den ihrer Stärke tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Also wenn Kalada jetzt nicht mindestens drei Leute macht, dann muss man sich wirklich mal über das Team Gedanken machen, ob die sich wirklich zurückhalten. Also ich sehe auch Kalar tatsächlich nächste Season. Ich wette, der geht raus. Der lässt sich hier nicht weiter verarschen. Was Oh, ist was? Swanson.
Headshot-Schräge wird gar nicht gecheckt von X-Impact. Kala? Von Carpster da. Und Simi macht da jetzt zwei Simi, sehr starke Frags. Und damit ist doch gar nichts verloren, die Runde. Simi ist ein solider Spieler. Aber V6 jetzt hier. Oh, er hat's gehört, er hat's gehört, er hat die scharfen Schüsse gehört. Oh, V6 mit dem Backstep auf Tingeltangel. Und die Bombe ist down. Das ist natürlich so unlucky jetzt für die T's. Ah, Simi, ah. Dass die Bombe down ist. Ah, Nicht schlafen. Wach, wach. Das ist, muss doch eine free Runde sein jetzt für die. Ey, was? Kann nicht sein. Kann nicht sein. Nicht zusammen rumgezogen. Es kann nicht sein. Wirklich. Ich, guck mal, die rennen mit der Bombe weg. Er muss erholen und Simi stark. Und jetzt ist es 65 HP gegen 37 HP. V6 gegen Simi. Und V6 wurde wieder mal wieder gespottet. Ey, was? Was? Nein! Oh, oh. Was ist das denn? Oi, oi, oi. Alter. Ich pack's nicht. 14-2. Eventuell hat Nille Kala auch einfach angeschrieben, dass er keine Fracks mehr machen soll, weil er schon zu besoffen ist. Kann sein, dass Kala tatsächlich einfach aus Respekt vor der menschlichen Gesundheit einfach. Ja. Sich jetzt zurückhält. Ja, ist ein guter Punkt. Es würde mir auch einleuchten, tatsächlich, weil ich sehe eigentlich keinen Grund, warum Kala so schlecht sein sollte, weißt du? Aber eigentlich müsste Nille jetzt auch sagen, komm, scheiß drauf. Ihr müsst das Ding holen. Ja, aber Nille ist nicht so einer. Nille, Digga, der hat es wahrscheinlich schon bezahlen lassen hier von X-Impact, von Capstar Cards, weißt du? Capstar Cards macht ja das Geld bei X-Impact. Mit seinen Kartengeschäften, ne? Ja. Und ich glaube, also der schmiert. Du, bezahlt hat? Ich glaube, der schmiert Nille. Das ist so ein ganz abgekartetes Spiel, das ist so 4D-Schach. Oh, Alter! Oh mein Gott, Alter, hat Kala da reingeballert. Gott, Simi wieder stark. Junge, mit der. Und da oben wird er ausgeräuchert. Und jetzt ist es Kusi und V6 gegen 4 CTs. Aber die haben gute Waffen. Und da blendet er. Kusi mit einer AK. Mit hört den oben scopen, hat den Backstep. Flap. Das war das? Das war das? Und jetzt V6. Tingeltangel, was? Und da wird gerückt. Aber es ist. Ah, 4 Bullets, ach ja. Ah. Unlucky, unlucky. Hahaha, ha, ha, Philbot. Ja, Philbot, genau. Es ist wild. Denkst du, es wird 16-14, wie ich predicted habe? Ja. Ich glaube auch dran, dass jetzt die CTs jetzt endlich mal sagen können, yo, jetzt machen wir das. Man sieht ja auch den eindeutigen Unterschied an den Waffen, ne? Wenn es 16-14 wird, mache ich Face Reveal noch Undercam. Und damit hätten wir dann auch noch eine dritte Map. Das wäre krank. Das wäre wirklich gestört. Das wäre gestört. Ich würde aus dem Fenster springen für eine dritte Map. Oh, Colby! Cool. V6 komplett blind, das ist ein Free-Frag für was Tangel. V6 rennt einfach komplett weiß raus. Was ist das? Laufen die sie hinterher oder was? Und Simi hat leider den Backstep nicht auf dem Schirm von Igbins. Und Igbins geht ja dafür Knife. Hat kurz sein Messer draußen. Geht da ein. Aber vor allem komplett. Igbins. Igbins heute nämlich nicht. Also einen bekommen? Nee. Ja, okay. Einen hat er gekriegt, aber einen zweiten sollte er eigentlich nicht kriegen. Tingeltangel close die ganze Runde zu einem 14-4. 16-4. Es wird ein 16-4. Ein 16-4? Ja. Meinst du das jetzt? Nee, sorry. 16-14. 16-14, sorry. Ja, Penix, keiner weiß, wo Cobblestone ist. Cobblestone wurde ehrenlos gebannt. Stattdessen haben sie wieder Mirage gepickt, Alter. Als würden wir leben nicht im 20. Jahrhundert.
Und Tingeltangel. Oh, Wieder 0 von 1. Das war so unlucky. Och, Mensch. Warum pusht man denn da rein? Das ist doch. Und Simi wieder mit der Fast Nate. Wieder gefailt. Also, das gibt's doch gar nicht. Der Junge, da muss man nochmal drüber reden. Was ist denn da los? Ob das denn so sinnvoll ist. Ich könnte so weinen, wirklich. Aber Simi trotzdem mit dem Aim komplett auf dem Kopf bei Carpser Cards. Mal kurz wegdeletet. Den Jungen. Weißt du, ich bin einfach. 1 gegen 4. Ich bin einfach vom Slaper runter, weil ich wusste, er wird jetzt gefickt. Der wird jetzt geholt. Ich wollte es einfach nicht on cam zeigen. Das ist einfach was sehr Intimes, weißt du. Man muss nicht jeden zeigen. Was soll ich denn noch? 15-4. 15-4 für die Ex-Impact Boys. Ja, und ich glaube, die haben jetzt auch keinen Bock mehr. Die closen das ganze Game jetzt aus. Ja, wenig Geld auf der CT-Side. Wird, ob man da jetzt eine AWP kaufen muss, ist fragwürdig. Ob man da nicht über eine M4 und eine Farmers droppt. Economy und so muss man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen rüber gucken bei den Boys. Wir müssen gleich ein Interview noch machen nach dem Game. Ich habe keine Frage, keinen Sinn, was man da fragt. Keine Ahnung. Ja, ich hab mir mal ein paar Fragen schon aufgeschrieben. Aber noch ist das Game hier nicht vorbei und noch ist auch noch kein Interview. Weil die T's einfach Swanson gar nicht auf dem Schirm haben, dass er da hinten. Ey, aber Swanson ist eine Maschine. Das ist ja komplett lost gewesen von dem X-Impact. Das ist simpel 1 gegen 2. Und Slaper ist noch da. Ja, und Slaper holt ihn komplett, schießt Slaper ist eine Maschine. Eine Maschine ist der Junge. Der macht keine halben Sachen. Bot versus Bot ist aber fair dann. Ich glaube, er redet von Phil und Franz. Ja, ich glaube es auch. Ja, aber Franz und Phil, da ist ja ein weiter Unterschied gerade. Also 8 zu 16 Fracks, also. Ja, 8 zu 17 Tracks, sorry. Ich bin hyped. Hyped Bock-Angriff. Da ist der komplette Deagle bei. Und Simi mit deinem ersten Shot. Okay. Aber da geht Kala rein mit der MP9 auf Close Range. In Mitte. Ready Rotation. Ja. Easy Pick für Kala. Oh, ich hab Kala nicht auf dem Schirm gehabt. Tut mir leid, Kala. Kala wird ehrenlos von hinten geholt. Gib dir Capsa, Digga, wie er an dieser Tür steht und denkt, da kommt Jesus durch oder sowas. Ja, Capsa macht die Tür auf und kassiert natürlich. Capsa, Digga. Capsa lebt einfach so, denkst du, geht durch diese Tür. Er dachte wahrscheinlich, hinter der blauen Tür versteckt sich eine gute Karte, aber da hat einfach nur ein M4 auf ihn gewartet. Scheiße, Mann. Manchmal musst du die Tür auch zulassen. Nicht hinter jeder Tür ist eine Karte. Genau, man muss nicht immer alles öffnen. Das ist auch eine Lektion fürs Leben. Genau, Leute, schreibt euch das hinter die Ohren. Manche Sachen müssen auch einmal geschlossen halten. Oder geschlossen bleiben. Oder wie man auch manchmal sagt, öffne nicht die Büchse der Pandora. Ja. Und die blaue Tür war die Büchse der Pandora. Es ist aber immer noch Kusi live und Kusi ist ein kranker Typ. Ja, muss man wirklich sagen. Aber man hat jetzt gehört auf Slappers Seite, dass da rotiert wird. Und Simi hat es nicht auf dem Schirm. Wo ist denn da die Aber wird geholt. Alles ja, fresh. Slapper. Alles fresh. Holt sich die Runde nochmal und eventuell wird es doch gar nicht wieder noch so einseitig für X-Impact da. Auf X-Impact Seite wieder nicht viel Geld da ist. Wer ist denn Andreas Tatze? Ich den kenn. Oh, mein Arsch. Schickt mir mehr Ibuprofen gegen Steißbeinschmerzen. Ich verstehe ja, diese. Ein R-Rush mit einer Flash. Ja. Und jetzt? Nein! Das kann. Okay, gut. Und Snapper holt nur einen Frack. Aber. Und auch noch mit einem Frack. Auf Tingeltangel. Das ist so unlucky wieder für die Pima Inferno Boys. Da wird Smoke Headglitched, auch sehr ehrenlose Spielweise. Es ist einfach, ich weiß nicht was, weißt du, die verstecken sich in ihrem Rauch. Aber da wird er geholt, weil sowas Ehrenloses wird nicht akzeptiert auf der Street. Und jetzt Simi? Guck mal, wie sie da aufeinander hocken. Was machen die da aus dem Weg? Wir sind hier nicht im Kletterpark, Jungs. Nein, was war's? Simi?
Nein! Und das ist das Game, Das es ist es ist gewesen! GG. Das war's! GGVP an alle. Schade, schade, schade. Ich kann nicht richtig reden. Traurig. GG. Sehr traurig. Einmal bitte kräftiges GG in den Chat, Leute. Von Einfach. den 21 Leuten, die da sind und nicht nur von Harvey Licks und Lori. Oh, Capsacast schreibt GG easy. Das ist sehr arrogant. Sehr Sehr, sehr toxisch, arrogant. sehr, sehr toxisch. Also das müsste eigentlich auch bestraft werden. An der Stelle mal bitte ein Timeout für Capsa Cards. Ist auch anscheinend ein Capsa Cards Fake, so wie ich das sehe. Da fehlt nämlich, Moderator, ganz schnell die Nachricht löschen. da fehlen einige Zahlen fehlen da. Da fehlen einige Zahlen im Namen. Also sehr, sehr frech. Tja. Sehr, sehr frech. Da möchte man ja schon weinen. Ja, das war die zweite Map, das war Cash. Ich glaube, anders ausgegangen als, glaube ich, erwartet. Von meiner Seite aus auf jeden Fall. Also, Hätte gedacht, dass es nicht so eindeutig wird, ehrlich gesagt, auf Cash. mir ist gerade eine kleine Träne an der Wange entlang gekullert. Deswegen hast du auch Cam ausgemacht. Kann ich verstehen. Ja. Auch bei Capsa Cards hier so gegen uns schießt. Also Ja, sehr arrogant, der Typ. sehr toxisch. Und jetzt gehen wir noch in die Interviews. Jetzt genau, jetzt gehen wir noch in die Interviews rein. Ich will sagen, als erstes zu den, ja, unglücklichen Verlierern, würde ich mal sagen. Zu den Pirmasens Inferno Boys. Wer hat denn Sind auch sich. nur noch vier da. Wer hat sich denn da ausgelassen? Nee, sind nur noch drei da. Hallo? Hallo. Hallo Leute, GGs erstmal an euch. GG. GG an Habt alle. euch sehr gut GG. geschlagen. Und Kala war wieder. Ja, Kalas ist leider weg, der hat so geschwitzt, der muss unter die Dusche. Ja, da kann man auch mal im Pool springen. Glaube, Kala wollte es einfach ein bisschen drücken, so vom Gespräch jetzt. Ach ja. Ja, Nee, aber GGs aber Leute. GG. Erste Auf Map Map war 1, denke Porno. ich, da haben wir uns gut geschlagen. Ja. Anwaltlich natürlich. Was war denn da auf T-Side los? Wer hat es euch da so ein Ja. bisschen gefehlt an den Möglichkeiten? Wir haben irgendwann halt einfach keinen Keine Zugriff mehr Lust aufs mehr Game gehabt. gefunden. Ja. Ja, nee, wir haben dann irgendwann versucht zu defaulten, weil das immer ganz gut geklappt hat. Dann wurden wir gepusht, dann ist das in sich zusammengefallen. Ja, es hat einfach nicht mehr so geklappt. Dann haben wir uns wieder zurückgekämpft und dann halt. Der Klatsch am Schluss ist unlucky, möchte ich Luca aber auch keinen, also Kala keinen Vorwurf machen. Wir haben uns nice Nein, nein, geschlagen, nein. ich denke, wir haben die Leute überrascht. Und also der Leider. Chat war eigentlich fast nur für euch. ja, das ist klar, das ist klassisch. Pirmasens Inferno ist immer noch die Macht hier. Alle mal in den Chat, Pirmasens Inferno, bitte jetzt. Bin hier leider nicht Ihr habt's ein. gehört, spammt rein. Fang Ich mal an. komm hier kurz über meinen Browser rein. Ja, nee, alles gut. Ja, aber man muss auch sagen, ohne Kusi fickt man die, das ist klar. Weißt du, Film macht da zwar im Chat groß Mund auf, aber ohne Kusi. Allein in der Ja. Gasse ist er auch ganz still, Also der muss erstmal weiter Karten sammeln. So sieht es nämlich aus. ja. Also der hat auch, also was, wir haben das schon gesehen, so, was der an Karten gesammelt hat. Das war wirklich. Aber saure Gurken lecker als Peace in Manager, Alter. Denkst du, das Line-Up mit uns hat eine Zukunft? Oh, danke so, Gurkenlecker für den Sub. Ehre. Ja, nee, doch. Ich sehe da tatsächlich eine Zukunft. Also X-Impact ist auf jeden Fall machbar. Nächstes Mal. Nee, aber ohne Witz, also wir hätten hier auch 2-0 mit jeweils 16-0 rausgehen können. Das hätte uns bestimmt auch der eine oder andere zugetraut. Und wir haben zumindest auf Mirage ordentlich gegengehalten. Danke, ich bin's für den Sub. Paar Lucky Plays, paar Unlucky Plays, aber im Großen und Ganzen, wir haben sie schon da gefordert. Und deshalb Auf bin ich Mirage auf jeden eigentlich, Fall. deshalb habe ich darauf Bock, im Lower Bracket weiterzumachen. Und hoffen wir natürlich, dass das jetzt nicht das vorletzte Game war, sondern dass wir da noch ein bisschen weiterkommen. War nicht das Und Vorletzte. dein nächstes Game ist ja gegen Leb dein Traum, ne? Nee,
Nee, die sind ja ganz unten. Also ich weiß nicht, habt ihr das Bracket zum Einbranden? Wir müssen noch auf unseren Gegner warten jetzt. So, was? Ach so, ja, ich hab's Bracket gerade nicht vor Augen, deswegen. Das war wild, das war wirklich wild. Also in der ersten Map, da hatte ich ein bisschen Zittern so. Ich hab erst so gedacht, boah, mit einem 16-1 und so. Ja, schade, ne? Und dann die zweite Map. Weißt du, eigentlich wollte ich bloß Inferno sehen. Ja, ja, Inferno, aber das ist ja die Schuld von denen. Die hätten ja auch Inferno First Pick haben können. Und das wollte ich auch mal, das ja, aber warum ich auch mal callen hier. Feige, dass wir uns hier nicht auf Cobble begegnet sind. Also, das muss man schon sagen, das ist echt schwach. Also, wir hätten ja auch Cash bannen können. Das war schon ein klarer Target-Bann. Das war schon unser gutes Cobblestone ist halt bekannt, glaube ich. Ja, klar, das ist bekannt im Land. Aber der Cash-Pick, was sollte das sein? Dachtet ihr, die sind schlecht da drauf? Ja, bis jetzt waren sie auch schlecht da drauf. Also, ja, die haben uns halt einfach nur umgedrückt. Die waren ja jetzt halt nicht krass mit irgendwelchen Tactics oder mit irgendwelchen Movement. Die haben uns halt einfach straight up umgedrückt. Kusi, wir haben ihn dann der Abend nicht umgedrückt bekommen. Wir pushen drauf, er macht 4 Kills auf dem Spot. Das sollte eigentlich auch nicht gehen, aber er hat es hinbekommen. Ja. Frage mal an Simi: Was soll das die ganze Zeit mit den Fast Nades und Nades switchen? Was? Die Nades switchen. Diese Fast Nades, also man hat ja mehrfach gesehen, dass es nicht geklappt hat. Ja, wird man das im nächsten Game nochmal? Ich weiß nicht, was du meinst. Das Nade-Switchen, dass du. Darüber kann er nicht sprechen, das sind geheime Infos. Rausswitcht wieder. Und die Nade nicht geworfen bekommst. Ach so, ist das so oft passiert? Es ist öfters passiert, ja, man hat's. Also ich hab's halt mehrmals gesehen. Peinlich, würde ich behaupten. Alter, meine Sturmmaske löst sich auf. Das ist die Frage, ob man im nächsten Game nochmal sieht. Ja, bestimmt. Alles klar. Das ist stark. Danke. Aber trotzdem habt ihr gut gespielt. Du hast gut rasiert auf Mirage. Habt ihr gut gemacht. Danke. Fühlt euch geküsst. Kaftakar ist übrigens mega toxic nach dem Game gewesen. Also. Ja, hat direkt GG Easy reingechattet. Ja. Echt jetzt? Ja. Ja. Ja, erst noch gut half und dann gut erstmal gut half schreiben, nachdem man. Sitzt im Rucksack, ich krieg noch auf den Sack. Hat er einen Kill gemacht? Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Guckt oben aus der Luke raus vom Rucksack, schreibt gut half in den Chat, nachdem er auf Mirage kassiert hat und dann hier GG Easy am Ende. Kapsel, ha? Wenn du so großes Maul hast, warum sind wir da nicht auf Kobbel gegangen, ha? Warum? Ja, ich sag's, warum wir nicht auf Cobble sind, weil du Anomim hast, weil Anomim Map Nummer 1 ist Cobble und du hast es gebannt, deshalb hast du Anomim, das ist die Rechnung. So, jetzt weiß es auch jeder hier, alle 16 Leute im Chat wissen Bescheid, minus die 10, die Player sind, also alle 6 Leute, also minus die 2 Caster, alle 4 Leute, die hier im Chat sind, wissen jetzt Bescheid über dich. Real Talk. So, und jetzt könnt ihr runter zu den sogenannten Gewinnern. Zu den Gewinnern. In Anführungszeichen, aber in fetten Anführungszeichen. Ich frag mal. Im Herzen hat die Pfalz gewonnen. Und Pirmasens immer still number one. Die meistverschuldete. Ihr seid Sieger der Herzen. Pirmasens ist seit letzter Woche die meistverschuldete Kommune in Deutschland. Und das muss man hier auch einfach mal sagen dürfen. 9000 Euro Schulden pro Kopf. Oh, nicht schlecht. Und davon sind 12.000 von mir. Haben, Alter. Und jetzt könnt ihr runter nach der Ansprache. 9000 Euro Schulden. Dann gehen wir jetzt runter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo. Nochmal dickes GG an euch auf jeden Fall. Und habt ihr gut gemacht, Jungs. Achso, muss ich moven? Ja, vermutlich. Ja, wir müssen einmal gemoved werden, weil wir können es nicht. So, hallo. Servus. GGs. GGs. Na? Ich hätte gern zuerst einmal ein Statement von Carpsacard. Gerne. Wozu? Zu allem. Zu allem? Also ich auf alle Fronts jetzt direkt eingehen? Okay, perfekt. Erstmal aufs Game und dann auf dein Aftergame-Verhalten. Ah, gar kein Stress. Okay, fang mal an mit Game. Ja, Digga, also Veto war easy, haben wir stark gewonnen. War halt so, wie wir es uns gedacht haben. Wir dachten uns heute mal Mirage-Pick. Das Ding ist halt, Simple hat sein Setup auch jetzt 3 Wochen wieder nicht angefasst. Der kleine, ich kann jetzt hier on-stream keine Worte droppen, sorry. Ich
Ja, ich hatte auch gefragt, ob man mal ins Deathmatch gehen soll. Und ich meinte so, ja klar, mach, wie du es denkst. Und er meinte so, nee, egal, wir gehen da clean rein. Ja, war wieder Map 1 Curse, aber Capstar Cards Clutch regelt natürlich auch für ein 16-14. Das ist gar kein Stress. Und ich denke, Map 2 sind wir dann halt confident drüber gefahren, weil dann waren wir alle wach. Wir haben alle dann noch in der Halftime ein bisschen was gegessen. War entspannt. Ja, und alle Leute, die meinen, dass ich im Rucksack sitze, also ich meine, Pervasensor Inferno, der Topfrager ist ja ein Ex-Ampact-Member, wir haben den trainiert, also keine Ahnung, in welchem Rucksack ich da sitze und ich weiß nicht, ich habe die Aim-Fights gegen Simi eigentlich, glaube ich, 6-2 gewonnen auf CT Sidecash, war schon entspannt, Digga, hat gebockt. Ich musste eigentlich nochmal fragen, war es eigentlich eng im Rucksack so zu viert, also war da noch Luft so nach oben? Ja, Bruder. Auf also, Mirage. Junge, Mirage, Digga, war halt schon Kusi Live Game. Das war schön. Aber ich meine, ich finde, wir spielen ja jetzt auch als Team zusammen. Also wir schauen allgemein nicht so viel auf die Frags. Das Teamplay hat ganz gut gepasst. Ja, Map 1 T-Side war ein bisschen unfortunate. Also viel gecallt am Anfang. Eigentlich auch alles da nach Plan gegangen und dann hat es da ein bisschen am Aim gescheitert. Also ich denke, da müssen wir uns einfach trainingsmäßig noch ein bisschen improven. Ja. Und ich denke, für alle, die jetzt meinen, ja, warum habt ihr denn nicht Cobblestone gespielt? Wir heben uns halt unser Cobblestone für bessere Gegner auf. So, das ist. Oh. Warum sollten wir das jetzt schon zeigen, wenn wir hier auch 2-0 auf bekannten Maps drüber fahren können? Da sehe ich auf jeden Fall eine Rückrunde. Ja. Wenn ich so überhaupt so. Also, ich hoffe ja, dass ihr so weit schafft, damit dann nochmal. Ja, dass es eine Rückrunde gibt. Ich hoffe, die Jungs droppen jetzt nicht direkt aus dem Turnier. Das wäre sehr schade. Die sollen einfach mal weiterkommen und dann sehen wir uns. Wie kann das denn sein, dass jetzt auf einmal Cash so gut lief bei euch? Boah, gute Frage. Liegt's vielleicht am Stand-In? Hm, ja, der Stand-In auf jeden Fall. Mal, da muss ich noch mal Grüße an Fabi aka X-Bins richten. Netter X-Bins, Typ. Oder? Ja, X-Bins. Korrekter Typ, Mann. Hat auch direkt gesubbt hier im Chat. Also, Fabi, sag mal hallo. Hallo. Weltspieler. Ja. Junge, auf jeden Fall eher mit begrüßen, dass wir hier Mirage gewonnen haben. Am Anfang waren wir ein bisschen unkoordiniert, aber er hat auf jeden Fall auch Motivation mit in das Team gebracht. Das war wichtig und richtig. Und genau, wir haben auch gezeigt, dass wir auch ohne Atti was reißen können. Das ist wichtig, weil Atti auch sehr, 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 sehr starker Bestandteil unseres Lineups. Und deshalb gehen auch hier nochmal Grüße raus an Attis Mom. Die jetzt auch noch für das Grüße an Artis Mom. Wurde auch gut, ja, die ist nämlich, musst du noch dazu sagen, die macht jetzt nämlich für das ganze Team noch ein großes Festessen ready. Wir treffen uns dann in unserer Villa. Hat ihr euch auch Handschuhe genäht und so für den Winter? Ja, auf jeden Fall, die macht alles. Okay, gut. Freut mich. Was mit den anderen? Möchten sich die anderen noch irgendwie dazu äußern? Hier, ich hat möchte Spaß gemacht. Kusi spricht, hat Spaß gemacht. Ja, also ich frage mich, wie du da 4 Frags oder 3 Frags waren es in A-Main mit der AWP holst, wenn du in MBK stehst. Also, ja, wie das geht, ist ein bisschen fragwürdig eigentlich. Wusste er selber nicht. Wusste ich selber nicht genau, hab nachdem laut geschrien, was hab ich gesagt? Oder ich keine weiß Ahnung, nicht. Wie das gerade. Sag ich nicht. Oder du sagst es nicht, egal. Was besser, wenn es nicht gesagt wird. Ja, genau. Also war sicherlich auch Glück dabei. Können auch. Also, können auf jeden Fall. Ja. Aber ihr habt wirklich eine sehr gute Performance abgeliefert auf Cash, was ich persönlich jetzt nicht so erwartet hatte von euch, ehrlich gesagt. Habt ihr aber bestimmt auch trainiert, ne? Ja. Nach der Überfahrt gegen Space Invaders war natürlich schon eine Blamage. Auf jeden Fall, deshalb, wir haben ja auch gegen Sigmas ein paar mehr Runden geholt immerhin und haben uns jetzt mal zusammengerappelt. Wir haben halt zu viel Training auf Cash gemacht und zu wenig General Training, was man halt dann beim 1 gesehen hat. Wir müssen einfach ein bisschen noch die Balance finden. Ja. Also wieder ab ins Bootcamp gleich und dann auf jeden Fall wird weiter trainiert. Auch keine Pause machen, setzt euch sofort wieder ran. Genau. Schnappt euch einen Kaffee und dann geht's weiter. Ja, und das Ding ist halt auch so, ich meine, ich bin hier. Ich sag mal so, dieser Runde 30 Klatsch wäre auch nicht möglich gewesen ohne Timo Werner, den ich am Wochenende von Weitem gesehen habe. Das war auf jeden Fall Kuss geht raus, Alter. Bester Mann. Ja. Timo Werner, Ehre. Ja, wie Kartengeschäft hab ich so mitgekriegt, ist schon bei den Millionenbeträgen angekommen. Oder ja? Ich sag dir, wie es ist, ja. Da leidet auch teilweise das Training dahinter, weil ich den ganzen Tag Packs öffnen muss. Also das ist. Das habe ich auch tatsächlich schon predicted. Also ich habe dich da schon ein bisschen aus der Bredouille rausgeholt, als ich gesagt habe. Ich bin jetzt aber auch mit meinem Suchtberater Montana Black im Gespräch, dass man da ein bisschen die Balance findet wieder.
Okay. Ich glaube, er ist sowieso ein sehr guter und angesehener Suchtberater in Deutschland. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, NFTs sind auch die richtige Lösung für das Problem. Ja, sehe ich genauso. Ja. Auf jeden Fall aber auch danke an euch für den Cast. Hat mich gefreut. Ich werde mir das VOD später irgendwann mal reinziehen. Auf ein paar alkoholische Getränke, denke ich. Ja, ich hoffe, es macht euch Spaß, um anzugucken. Ja, gerne. Ich meine, ich werde da nichts anderes als die Top-Performance von Casting sehen, glaube ich. Casting-Performance war schon gut, würde ich sagen. Ich habe nur die 2-3 Runden gesehen, dann als wir mit den Maps fertig waren, und die waren schon spicy, muss ich sagen. Also da freue ich mich. Das ist gut. Meinst du in deiner Mittagspause oder was? Genau. Ja. Ihr seid ja sowieso eher so die Late-Night-Gamer, ne? Jetzt geht's ja gleich nochmal rein bis 8 Uhr morgens wieder nochmal bestimmt jetzt gleich Face in 5er Lobby gedaddelt. Ihr seid auch, glaube ich, erst. Zwei. Die anderen, glaube ich, auch. Also deshalb, wir starten da direkt ins Face It. So muss das. Ja. Ihr seid doch, glaube ich, erst aufgestanden, oder? Kurz vorm Game, so. Ja, ich bin 17 Uhr wie immer aufgewacht. Hab mir erstmal einen Kaffee gemacht und dann. hast du noch? Aber Zähneputzen musst du jetzt noch machen. Ja, so. Bruder, ja, auf jeden Fall. Das auch noch. Ich hätte auch beinahe das Game heute vergessen. Ich war schon eigentlich im Packs öffnen und das ist mir auch fern scheiße, Digga. Muss ja heute noch ein Spiel spielen und dann habe ich das noch schnell einrichten können. Ja, müssen die Packs halt kurz geöffnet werden, wenn man kurz gestorben ist. Ja, das ist unser IGM. An der Stelle. Mal auch mal ganz ehrlich, V6 auch sehr gut gespielt und Simple auch und danke. Also eigentlich habt ihr alle sehr gut performt. Danke, Mann. An der Stelle nochmal Shoutout an twitch.tv/carpsacart. Ja, unbedingt vorbeischauen. Der nächste Stream kommt bestimmt. Spätestens von der LAN, Jungs. Da wird 3 Tage durchgestreamt. Das will ich sehen. Was gibt's da? Pokémon oder Yu-Gi-Oh? Oder wohin geht's? Oh, Junge, ich weiß es noch nicht. Das kommt aber an, was das Budget hergibt. Oder eher so Landkarten. Das wäre auch geil. Aber erst dann geht es auf jeden Fall hier das Turnier zu gewinnen, um das nötige Budget zu haben, um weiter zu investieren. Aber ich sag's mal so, ich weiß noch nicht, ob ich streame, aber ich habe heute die nächsten 3 Boxen reinbestellt. Also der nächste Stream kommt bestimmt. Nice. Ja, von der LAN wäre natürlich wild. Digga, da auf jeden Fall. Da werde ich auch ein paar zulassen bis dahin. Da reise ich mit Koffer an. Ja. Und am besten noch 5 Bodyguards, die natürlich dann die High-Tier-Karten natürlich protecten müssen. Die sind sowieso immer dabei, oder? Ja. Ja, fest angestellt. Auf jeden Fall 24/7, die sind am Start. Ja. Auch wichtig. Das sehe ich genauso. Ja, ich hoffe dann, dass es nächstes Jahr mal wieder FIFA-Karten gibt, dass wir da auch mal wieder was sehen. Sehr wichtig. Gibt es die gerade nicht, oder wie? Weiß ich nicht, aber... Ach, Junge. Auf Capstar-Card fehlt mir ein bisschen der Content dazu. Ja, das Ding ist halt, irgendwie ist das auf YouTube gerade nicht so hoch abgegangen. Deshalb habe ich da mal ein bisschen reingeskippt. Ja. Alles klar. Also Franz schreibt, du sollst mal Magic-Karten aufmachen. Dann wird sogar er zuschauen. Ja, Digga, das ist halt auch wild. First Edition, ein paar Magic-Karten aufreißen. Ich habe noch ein paar, aber Fede will, dass ich mir ein Deck baue für die LAN. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir driften fett ab gerade. Ich glaube, wir sollten uns auf einen Café hinsetzen und das Ganze mal bei einem Meeting besprechen. Ja, aber ich würde sagen nochmal schlussendlich, GG's an euch. Ja. Gut gespielt. Danke. Ich grüße euch auf Zinn, die auch wirklich eine gute Performance heute geliefert haben. Und ja, Kuss geht raus auf jeden Fall. Also ich würde sagen, auf Mirage Zinn auf jeden Fall sehr, sehr ebenbürtiger Gegner. Und auf Cash eigentlich auch, aber auf Cash habt ihr halt ziemlich viele CT-Runden am Anfang geholt. Ja, das war fett Momentum dann. Aber ich denke auch, on a good day mit plus Ati sieht das auch anders aus auf Mirage. Wenn das Map 2 ist, dann können wir da auch 16-3 rüberfahren. Dann verlieren wir halt Map 1, aber das ist kein Problem. Ja, das wird man dann ja eventuell im Rematch sehen, ne? Das hoffe ich, ja. Dann pick mal B und dann wird es. Da freue ich mich schon drauf. Also ich habe soweit jetzt nichts mehr. Ich bin auch, glaube ich, gut gedient. Wir können leider... Bisschen raiden hier jetzt. Ich habe es gerade versucht, aber ich bin irgendwie... Ich bin zwar im Ding angemeldet. Ich dachte, du bist Profi-Streamer. Nee, warte mal, Bro. Ich kann nicht raiden. Ich bin nicht im Chat angemeldet, obwohl ich in der App angemeldet bin. Naja, gut. Bro, raid jetzt mal hier Autobahn, Dicker. Ich suche gerade nach der Lösung dafür.
Aber ich glaube, es geht tatsächlich nicht. Schwierig. Dann spam den Link-Chat einfach. Dann spammen wir einmal kurz den Link-Chat für Autobahn. Geht dann, ab. Dann gehen wir einfach alle rüber auf twitch.tv/Autobahn und schreiben da einfach rated by Anonym oder so. Ja, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. einfach nur, weil ich nicht weiß, was gerade das Problem ist. Gut. Dann aber euch noch einen schönen Abend, ne? Wünsche ich euch einen schönen Abend. Wünsche ich euch auch. Hat mir gefallen, dass Carsten durfte und ja, Kussi aufs Bauschi, schlaf gut. Kuss, Servus. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.